So, jetzt ist es. Halb eins. Ja, dauermäßig. Ist immer halb eins Ja, hier. halb eins hier. Zeit ist Dinge. Hier ist immer Dem Glücklichen. nicht nur jetzt, sondern immer halb eins. Das ist noch schlimmer. Schlägt keine Stunde. Jetzt schlägt es nicht nur 13, halb vor 13. Ha. Auf den Punkt. So, jetzt sind wir bereit. Auf zum Gefecht. Wer fechtet zuerst? Welches Schwert ist locker? Schwertfisch. Hast du heute was zu Hause mitgebracht? Hast du es zu Hause wiedergefunden? Ich frage mal, ist Vergebung der Schlüssel zum Glück? Ja, können wir mal ja sagen. Hauptsache, ich habe einmal was gefragt. Aber. Nee, das ist wirklich der, wenn überhaupt der Frieden kommt, in der absoluten, wenn Gott sich vergibt, dass es ihn gibt. Also die göttliche Unfall, wenn er sieht, er kann sich nicht vermeiden, also dass er sich kennt, dann vergibt er sich, weil es gibt keinen Schuldigen mehr. Bis dahin ist er Schuldige, er ist selbst schuld, also an seinem Übel hier, dass er sich so erfahren muss. Aber wenn er merkt, diese Ausweglosigkeit, dass er vergibt sich, dass er wach wird, dass er sich kennt. Und dann ist Frieden mit sich. Er ist also der Frieden der Vergebung. Er vergibt sich, dass er nie was getan hat. Also die Handlungslosigkeit. Er hat nie, also willentlich das getan. Es ist die Willenslosigkeit, die sich da manifestiert. Ja, es ist also die Vergebung. Also die Frage war jetzt nicht, möglicherweise war sie nicht bewusst gestellt, aber doch, wir machen aus allem was. Ja, aber ist das Grundlegende, das Urübel, dass Gott sich nicht vergeben kann. Und dann wird er immer aggressiv, auch gegen sich selbst und gegen die Wasser. Und hat immer dieses nicht befriedigt sein mit dem, was da ist, weil er und gibt sich selbst die Schuld daran, dass er jetzt das, warum ich, dieses warum ich immer, warum, warum, warum. Ja, und wenn dann wirklich die Vergebung heißt, die Ausweglosigkeit ist, er kommt nicht aus dem, nichts passiert. Also es gibt keinen Schuldigen, keine Sünde. Er vergibt sich die Ursünde, ist eigentlich dieses erste Ding. Weil das ist die erste sinnliche Erfahrung wird als real genommen. Das ist seine Sünde, dass er sich kennt. Und dann, naja, in der Richtung. Okay? Super. Also es geht immer um Vergebung, aber nicht von irgendeinem anderen, sondern dir selbst zu vergeben, indem du bist das, was sich nicht gegen sich selbst wehren kann. Diese Hilflosigkeit. Ja, gut. Können wir nach Hause gehen, ne? Ja. Haben wir es gleich zu Anfang hinter uns gebracht. Können wir uns einfach nur unterhalten. Du bist, das ist so wieder Arroganz hier der Frau, die vergibt den Männern. Hat doch viel zu tun bei mir. Macht nichts. Ich vergebe, du bist fremdgegangen, ich vergebe dir. Großzügig, wie sie sind. Die Frauen. Die Frauen. Hast es ja gerade bewiesen, dass du ihm vergibst. Ja, ich stehe dafür. Du stehst da drauf. Ich stehe für alle. Ich nehme alle Sünden auf mich. Eigentlich muss der Mann ja der Eva vergeben. Nicht umgekehrt. Aber die Frau macht dann daraus, warum hast du reingebissen, du Arschloch? Hast du es nicht Das gemacht? stimmt Musst doch du auch. eben auf alles hören. Schon gar nicht auf mich. Frauen sind sehr gewitzt da drin. Die können alles so umdrehen, dass du hinterher eher der Arsch bist. Und Gott nimmt es gerne an. Keiner weiß mehr, wo es angefangen hat. Doch. Eva. Eve. Evolution. Das ist das Evolution. Die Evolution. Immer mit Eva fängt die Evolution an, die Weltverbesserung, Ich-Verbesserung. Immer mit Eva. Immer
Der Hunger kommt beim Essen, hat man früher gesagt. Ne? Sobald du in den Apfel beißt, hast du den Hunger bestätigt. Ah. Dann kaufen sie noch Apple hinterher und beißen da noch rein. Total veräppelt, die ganze Welt. Was? Nee, die Antwort auf Ihre Frage ist eben, und dann die Reaktion auf Agnete, dass da nicht mehr jemand. Du kennst sie besser als jeder andere. Ja. Also. Nein, aber dieses keiner mehr da zum Vergeben. Also dieses, was? Das habe ich nicht gesagt. Nicht ich vergebe, sondern du bist in der Aussichtslosigkeit. Das Vergeben geschieht oder nicht? Dann nochmal. Es muss nichts vergeben werden. Es ist doch das. Man wer will denn wem was vergeben? Das ist doch die Vergebung. Es ist vergeblich zu versuchen, sich zu vergeben. Das ist das Versagen. Man kann sich nie vergeben. Diese Kombination Versagen und Vergeben, das hast du jetzt mal auf den Punkt gebracht. Ach so. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ja. Das erkläre ich dir jetzt zu Hause. Da reden wir heute Nacht nochmal drüber. Komm du mir erst mal zu Hause. Wenn er dann mal zu Hause kam. Zu Hause sind die Türen geschlossen. Was? Die Türen sind zu. Zu Hause. Bei Heidi. Weil Heidi lässt immer alles zu. Nein, ich meine, man muss das zulassen. Eventuell Agnete dachte ich. Das hat mit Agnete jetzt nichts zu tun, das ist nur Heidi. Nicht alles. Heidi ist das wandelnde Keuschheitsgürtel im Prinzip. Kennst du das? Ich lasse alles zu. Aha. Da kommt mir nichts rein. Zulassen, das ist auch ein schönes Wort. Ne? Das muss man zulassen. Wow. Nein, ich vergesse manchmal, die Haustür zu schließen. Das ist schlimmer. Warst du schon mal schwanger? Ich vergesse manchmal, die Haustür zu schließen. Das ist schlimmer. Das ist schlimmer. Das ist schlimm. Männer. Was? Männer. Männer. Karl, Männer sind nicht immer Karl, alle so. Ja, sag Karl. Mach das nicht ab. Ich verallgemeinere als Karl, aber du solltest das nicht. Ja. Frauen. Frauen wieder. Feministin. Ja, wo waren wir beim Zulassen? Man möchte alles zulassen. Nein sagen. Nie wieder. Haben wir Rudi heute Morgen erst das neue Lied da vom Dichter. Was kommt denn dafür? Da kriegst du richtig so ein Uah. Ja, herrlich. Das ist herrlich. Da denkst du, du bist ein. Wie meint dich, du Arschloch? Das meint dich, Rudi. Boah. Es ist lustig, dass es kommt. Was? Eine Kriegserklärung an alle richtig. Alten weisen Männer. Schöner kann man es nicht. Explizite die, die ja immer in Ausschnitt gucken. Konstantin, der geht dir echt so auf den Wecker, der ich Alte. Ich finde den toll. Wahnsinn. So ein rechthaberischer kleiner Wecker. Oh, wow. Man sieht sich nur selbst. Gott. Ja. Meine ich ja. Jetzt geht's da sind sie wieder in einem Krieg. Man muss sie nur ein bisschen anstoßen, schon kommen sie. Und machen Bolognese. Man muss
Aber es ist verrückt, dass in allen eine Kriegserklärung steckt. Das Lied von Konstantin Wecker. Es gibt so Aufruf. Total bescheuert. So ein kleiner Neger, der ein Lied singt gegen andere Super. Neger. Gegen andere Neger? Ja. Sinnbildlich. Also Neger, der gegen Menschen singt, die Neger sagen. Hat er mich gemeint. Natürlich. Ja, gerade machen wir ein Lied für Karl. Gegen Karl. Der sagt noch Neger. Sagt der Neger. Das ist negativ. Habe ich gehört. Kann man auch nicht mehr sagen. Bin jetzt antipositiv oder so, muss man jetzt sagen. Nicht mehr negativ, sondern man ist antipositiv. Ja, wo waren wir? Vergebt ihr mir? Das Schöne ist, es ist mir, geht mir echt wo vorbei? Positiv. Als der Po bei mir sitzt, der Po noch nicht tief genug, meinst du? Po sitzt tief. So, jetzt aber was Ernsthaftes. Das war so früher mit Lindberg, haut die Glatzen, bis sie platzen. So ein ähnliches Lied ist das. So gegen rechts oder so. Wahnsinn. Wiederholt, der ganze Scheiß wiederholt sich unendlich. Ja? Haut die Glatzen, bis sie platzen. Das ist ja irgendwie noch. Udo auf der Flucht. Ich glaube, Ende der 80er oder so war das. Das, ne? Waren noch die Menschen von Lieder. Mann, Mann. Ja, pass auf. Wenn du Udo begegnest, ich habe mir noch ein bisschen was stehen lassen. Ja, ich auch. Wenn das nicht mal sehen. Oh, die glatzen ein bisschen. Ja, gut, so, jetzt aber. Wir sind in Berlin, hier ist. Es gibt ja auch eine Journalistin, die heißt Bauernfeind. Ja, schrecklich. Die interviewt jetzt die Bauern mit ihren Traktoren. Madame Bauernfeind. Ja, Anna Soja, Deutschland, ne? In Frankreich würden Schüsse fallen. Die Gelbwesten da und Ding, die haben, da war doch ein anderer Krieg da. Ja. Nur ein paar Trecker auf der Straße und hier machen sie schon Hermann draus, ne? Noch keiner gestorben, Mensch. Nur ein paar Trüffel. War was? Nichts. Ein paar Trüffel? Sind die behaart. Die rote Socke taucht wieder auf. Ja. Die Orangene. Das ist die beste Mischung. Also rote Socke vorher und dann mit Osho zusammen Orange. Holland voraus. Der Erzfeind kommt. Frag mich was, sonst komme ich in meine kabbalistische. In die Kabbala. Kabbale und Liebe oder so. Kabbala und Liebe. Balabala. Ja, wir haben gut angefangen und jetzt siehst du, was da rauskommt. Braucht man nichts mehr sagen, man macht nur noch Unterhaltung. Nee, die musst du jetzt tragen. Die nimmt dir keiner ab. Du bist schuld. Das ist das Einzige, was sein muss, ne? Spaß. Dem Rest kann man doch echt in die Tonne treten. Ne? Ne? Ja. So, da sind wir wieder auf einer Ebene. Schlittschuhlaufen ohne Ski. Heidi, ne? Was hast du gesagt? Ja, ich weiß, du hörst nie zu. Ich weiß, du hörst nie zu. Doch? Nein. Ich verstehe nicht alles. Alles ist untertrieben. Das ist aber jetzt wirklich. Ich glaube, ich muss geblendet von, weiß nicht von was. Aber. Ich bin erleuchtet. Boah. Das Wort zwischen B und R. Das hat man es endlich geschafft. Gott hatte sie beleuchtet. Solar Fire. In the beginning darkness.
Also die, alle, die das Lied gehört haben damals, die müssen doch alle schon, da steht doch alles drin, ne? Ja. Mhm. In the beginning darkness. In the beginning. Hm? In the beginning. Der Typ war gut. Das darf man auch nicht sagen, Neger, der nicht beginning sagen kann. Der, das ist Rassismus. Was? Das ist Rassismus. Ja. Das Anklugucken ist, aber keiner hat weggedrückt. Jeder hat sich totgelacht. Ja. Ja. In the beginning. Wenn man das Wort schon nicht aussprechen kann, dann ist man schon weit gekommen. Ne? Das über 5 Minuten probieren, das Wort auszusprechen. Hast du noch nie gesehen? Ich schicke dir das mal. Ich lüge nicht, du schickst mir. Ich habe sogar den Namen von Frau Wiese behalten. Dann schicke ich dir das auch. Wo sind wir? Was? Wer ist Frau Wiese? Deine Fristkarte. Die ist wieder gegangen. Ach so. Der liegt dort neben dir. Ich habe oben geguckt, ich hab die Liegenden nicht mitgezählt. Ich behalte mir nur, wenn man mir E-Mail schickt und wir wieder die MP3s kriegen, dann steht immer die E-Mail und dann ist Frau Wiese ab und zu dabei. Also darum behalte ich das. Einmal. Das reicht mir doch. Ja, also kommen Wiese. Jahrelang. Die mir aber die eine MP3 wollen. So, gut. Wo waren wir? Aber Knorkator magst du auch nicht, ne? Wen? Knorkator. Wer ist das denn? Das ist das, was... Da habe ich dir das Lied Wir werden alle sterben, eins meiner Lieblingslieder, geschickt zum Geburtstag. Und du hast nicht Danke gesagt. Was habe ich gemacht? Du hast nicht Danke gesagt, wie sonst immer. Ja, dafür bedanke ich mich auch für das Lied. Hast du es dir angehört? Nee. Warum nicht? Mit dem Namen gucke ich mir doch so einen Scheiß nicht an. Knorkator. Knorkator. Man ist eine das Suppe. Ist doch super. Das ist eine Suppe, aber doch keine Gruppe. Ach, du bist echt doof. Ja. Knorr. Es wird nur mit einem R geschrieben. Spielt doch scheiß keine Rolle, es ist Knorr. Na, dir schicke ich nochmal was. Ja, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Dir schicke ich nochmal was. Das habe ich jetzt davon. Da freust du dich. Ja, ich habe es geschafft. Genau. Ihr schickt mir nie wieder was. Ja. Schicke Tanz. Hilfe, Hilfe. Dann muss man doch Danke sagen. Die wollen doch immer noch Danke hören. Ja, hast du jahrelang gemacht und auf einmal nicht mehr. Da wundert man sich schon. Ne? Ich war langjährige. Ist das alt? Entwicklungsalter. Was? Knorkater, das war schön. Wer will so einen Scheiß sehen, ne? Ich. Ja, wenn man sonst, wenn man sich was, wer will das wissen oder wer weiß dann sowas anguckt, der guckt natürlich auch Knorkator. Wenn du meinst. Jetzt gibt sie auf. Knorrig. Da knurrt er. Ja, jetzt aber noch. Heute noch was? Wir müssen mal ein bisschen was Ernsthaftes reinbringen jetzt. Ja. Wir haben jetzt alle Lächerlichkeiten behandelt. Ja, dann sind sie alle wieder ruhig. Traut sich wieder keiner. Ja? Knurren vor sich hin. Sie suchen die Frage. Graben. Graben in sich, gehen in sich, wo nichts ist. War da was? Ist nichts. Nichts mehr zu finden. Reine Mache Frau war wieder gründlich. Ja, junges Mädchen. Du hast noch. Ich grabe noch. Du hast noch. Nee, ich grabe noch. Du gräbst noch. Boah. Die Leiche ist aber groß, du. Wenn man das Grab so groß machen muss, damit man reinpasst.
ich mache gerade die Witze, weil gerade ein Onkel von mir, der ist gerade jetzt Beerdigung, der wird gerade jetzt reingelassen. Oschi. Ja, der hieß Oschi. Oskar. Deswegen das große Grab. Ja, darum kam mir gerade das große Grab, Oschi. Hallo Oschi und tschüss, Oskar. Der mit der Mistgabel? Nee, der ist schon lange tot. Der ist schon 15 Jahre tot oder so. Nee, Oschi war der Mann von meiner Tante, die ist nur 8 Jahre älter. Und er war nur, auch nur. Also die Einschläge kommen näher. Blackman, ist auch ein schöner Name. Blackman. Blackman. Oscar. Oschi. Ja. Tschüss, ne? Waltraut, die sich in den Wald traut. Ich muss alleine gehen. Frag mich was. Das sind so, das geht hier, dann wisst ihr, was in meinem Kopf so vor sich geht. Ich spreche einfach das aus, ungefiltert. Das ist meistens dann, ja. Wir sagen im Tourismus immer, wenn jemand stirbt, dass es der Hochzeitstag ist. Wie würdest du es beschreiben? Hochzeitstag? Hochzeitstag, dass man Gott wieder mit vereint wird. Hochzeit, das ist. Hochzeit. Genau, ja. Also auch der Todestag von Rumi ist als Hochzeitstag in der Türkei. Ja, ist eine Wiedervereinigung dann. Wiedervereinigung, ja. Die Ehe mit Gott eingeht. Die Ehe mit der Welt aufgibt und die Ehe mit Gott. Ja. Zurück ins Reich. Ja, ist so. Rückholer, das ist Kinder, das, also ihr seid jetzt in einer Kinderverschickung und dann wird das Kind wieder zurückgeholt ins Reich. Das ist auch ein Roma. Von Rumi. Der Roma. Ja, es ist die Wiedervereinigung. Rama hat gesagt, es ist der schönste Tag im Leben. Man sollte die Beerdigung, also den Tod, ist eine Feier. Das Einzige, was feierungswürdig ist, wäre der Tod. Yama. Das Geboren ist der größte Trauertag des Seins. Geboren werden ist die größte traurige, der traurigste Moment im Leben ist geboren. Die Geburt. Und der wird dann nur wieder erlöst von Tod. So ein Erlösungstag, wo sich das, was der Geist ist, von dem löst, was er scheinbar mit verbunden ist. Ja, wir haben gerade von Geburt gesprochen, wisst ihr, da kommt das Kind rein. Also ist das Leben etwas, wovon man erlöst werden muss? Ja, man erlöst sich vom Leben. Weil man wird geboren und kriegt lebenslänglich und obendrauf die Todesstrafe. Dann möchte man dann, aber die Todesstrafe ist keine Strafe, ist eine Todeserlösung eigentlich. Also ins ewige Leben, aus dem kleinen Begrenzten in das unbegrenzte Ewige. Obwohl man das nie verlassen hat, ist es eben wie ein Symbol. Aus der Beengtheit, Rama hat gesagt, er hat immer geschüttelt, energetisch und so. Warum schüttelst du? Warum? Ja, das ist ein Elefant, der in der Hütte leben muss. Und dann beim Tod ist der Elefant, breitet sich wieder aus in seinen ureigensten Raum, wo er nicht mehr begrenzt ist. Also von der Begrenztheit in die Unbegrenztheit. Die Buddhisten haben das in dem kleinen Fahrzeug, gehst du wieder ins große Fahrzeug. Vom Begrenzen ins Unbegrenzte. Das passiert ja jedem. Jeder ist scheinbar jetzt in der Begrenztheit, aber irgendwann ist es wieder unbegrenzt. Also ist das Unbegrenzte jetzt schon da, bevor überhaupt... Dieser Moment aber das Unbegrenzte findet ja als Erfahrung nicht statt. Doch, das findet als Erfahrung statt. Das Leben findet als Erfahrung statt. Nee, auch das Unbegrenzte. Auch im Moment bist du das Begrenzte und das Unbegrenzte. Aber wer erfährt denn das Unbegrenzte? Du. Das ich spreche jetzt nicht mit dem Hamburger, das weißt du. Ich spreche nie mit Hamburgern. Auch Berliner mag ich nicht. Aber dann kann ich ja in der unbegrenzten Erfahrung kann ich ja nicht bleiben. Sondern ich erfahre du bist ja auch in der begrenzten nicht. Wie kannst du dann nicht, du bist weder in der Begrenzten noch in der Unbegrenzten, weil das sind zwei verschiedene Erfahrungen, aber indem du die Begrenztheit erfährst, bist du ja nicht begrenzt. Und wenn du die Unbegrenztheit erfährst, bist du nicht unbegrenzt, weder noch.
Also darum sitze ich hier, zu sagen, du, auch dieser Moment passiert nichts. Du bist jetzt schon, erfährst dich als Begrenztes, bist nicht begrenzt und im Unbegrenzten nicht unbegrenzt. Das, was du, das Wesen von Begrenztheit kennt keine Begrenztheit, das Wesen keine Unbegrenztheit. Aber das Wesen an sich ist nicht erfahrbar, sondern nur sein. Das ist nicht erfahrbar. Das Sein ist doch eine absolute Erfahrung, aber ohne Erfahrenden, das kannst du sagen. Da ist eine Erfahrung von Sein, die keinen Erfahrenden kennt. Also ist doch erfahrbar, aber nicht relativ erfahrbar. Und das kannst du ja nicht sein. Das ist die ununterbrochene Erfahrung von Sein, also das, was gar keine Erfahrung in dem Sinne ist, wie du sie denkst zu sein, sondern die einfach dieses, was keinen Namen hat, ohne diese Omnipräsenz dessen, oder die, was Präsenz ist, was vor jeder Sensation ist, gibt es gar keine Sensation, also auch keine begrenzte Sensation oder unbegrenzte Sensation. Ja, und darum diese Hochzeit und so, das ist alles schön und Ding, aber es ist alles auch Märchenstunde wieder. Weil das, was du in deiner Natur bist, es nie brauchte. Es ist ja nie in der Begrenztheit gelandet und musst ja deshalb auch nicht wieder zurück ins Unbegrenzte oder irgendetwas. Weil das wäre esoterisch. Der Heilige Geist und der Unheilige Geist. Aber was zu tun? Das frage ich mich nach einigen Jahren auch. Also, was zu tun? Ja, nach all den Jahren mit unzähligen. Unbegrenzt in der Unbegrenztheit. Begrenzt, unbegrenzt. Unbegrenzt, begrenzt. Ich bin immer Renz. Begrenzt und unbegrenzt. Unbegrenzt. Was fange ich damit an? Also wieso? Wieso gibt es im Fernsehen? Wieso bin ich nicht fein mit meiner Begrenztheit und nehme den Tod als... Ja, weil du, weil wir am Anfang schon von der Vergebung gesprochen haben. Du kannst dich nicht als begrenzt erfahren. Das ist halt die Art und Weise, wie du dich verwirklichst. Als die Wirklichkeit, die du bist, die sich in Begrenztheit erfährt und in Unbegrenztheit erfährt. Deshalb nicht begrenzt oder unbegrenzt wird. Aber du hast keine Chance, es aufzuhalten. Es gibt da kein Wieso. Es ist einfach so. Es gibt kein Entkommen. Du kannst es nicht abschaffen, weil das gehört zu deiner Absolutheit dazu. Deine absolute Wirklichkeit, die sich in der absoluten Verwirklichung verwirklicht und in der Absolutheit kannst du nichts verpassen. Da gibt es genauso viel Begrenztheit wie Unbegrenztheit. Und alles ist absolut. Und immer heil. Also was tun? Auch das Unheil in der Natur ist heil. Eine heile Unheilheit. Braucht kein heile, heile Gänschen. Das haben wir, dieses Warum ist ja dann, wenn du denkst, da ist was passiert. Warum mich und warum muss ich jetzt und warum ist das so? Ja, du musst. Da ist eine Ausweglosigkeit, du kommst da nicht raus. No way out. Ja, aber das scheinbar Schlimmste, was dann dir vorstellen kannst, was du nicht haben willst, ist das Einzige, was Frieden ist. Der bringt dir den Frieden nicht, aber da ist Frieden. In der Ausweglosigkeit, aber nicht in der Idee, dass irgendwann noch eine Hochzeit kommt, dass du vom Kleinen ins Große gehst. Oder dann ist dann und dann und dann und dann. Das ist ja das Suchende, der den Ausweg sucht. Und der einzige Ausweg ist die Ausweglosigkeit, wo es keinen gibt, wo es keinen Eingang, keinen Ausgang gibt. Kein Kommen, kein Gehen. Es gibt also die Erfahrung von Kommen und die Erfahrung vom Gehen, aber beim Kommen kommt nichts, beim Gehen geht nichts. Wie dieser Moment, der kommt und geht. Aber beim Kommen ist er nicht gekommen, beim Gehen geht er nicht. Also was tun? Also gibt es den Tod gar nicht. Weder Geburt noch Tod. Und doch gibt es die Erfahrung. Aber wird was geboren beim Geboren werden? Stirbt was beim Sterben? Das ist immer die Frage. Was kann das sterben, wenn es nie etwas gab, was geboren wurde? Also eine Idee wechselt irgendwas. Also was tun? Aber wahrscheinlich hat Ramana auch dem gesagt, der Todesangst hatte, dass er möglicherweise ein bisschen besänftigt hat in seiner Ängstlichkeit oder so. Immer angepasst an der Frage und an den Fragenden. Aber absolut hat er gesagt, es gibt das alles nicht.
Also man muss das immer differenzieren, zu wem er das gesagt hat und welche Frage er beantwortet hat. Oder was Rumi damit gemeint hat und mit wem er gesprochen hat, in welchem Zustand. Genau, wenn einer gefragt hat, ich kann nachts nicht schlafen, ja, ist kein Garlic, also kein Knoblauch, weil mit Knoblauch kann man schlecht schlafen. Jetzt machen sie aber auch, wenn du erläutert werden willst, darfst du kein Garlic essen. Weil Raman hat gesagt, ess keinen Knoblauch. Das ist immer, dann machen sie eine Lehre draus, als wenn Raman eine Lehre hätte. Hat er nie gehabt. Von daher, wehret den Lehrern. Also wenn du mich fragst, soll ich das, dann habe ich auch tausende Ideen, wie man vielleicht Magenschmerzen wegkriegt oder irgendwas. Aber dann daraus eine Lehre zu, Karl hat gesagt, zu machen, dann hast du ein Problem. Weil darum widerspreche ich mich ständig. Oder mir. Für mich ist auch. Mir und mich verwechsle ich nicht, das kommt bei mich nicht vor. Ne? Das ist Berlin. Das ist die Stimmung in Berlin. Kennst du das nicht? Gut abgelenkt. Gut abgelenkt, das ist nun mal. Man passt sich an, wo man gerade ist. Du natürlich nicht. Du kommst ja, wo kommst du her? Wo ich herkomme? Ja. Deshalb bin ich doch hier, weil ich nicht weiß. Wo bist, in welchem Landkreis bist du geboren? Geboren bin ich in Würzburg. Ja, das ist das Würzige. So, Matze, sie ist gerade im Pfeffer- und Salzstadium. Nennt man diese Haarsache. Ach so, so. Ja. Blond. Wenn sie das sagt, ne? Okay. Ja. Es war einmal, hört sich das an. Blond, Blondie. Hallo Blond. Bier ist blond. Wir mal ein blondes. Ja, wo waren wir? Beim. Jetzt immer warum, ne? Wieso? Wir waren da, dass nichts geboren worden ist. Bitte? Wir waren da, dass nichts geboren worden ist und nichts stirbt. Wer dauernd? Da waren wir. Da waren wir, so. Ja, kann man immer wiederholen und bringt auch nichts, ne? Genau. Deswegen sehne ich mich nach all den Jahren zu der Zeit zurück, wo all das überhaupt kein Thema war. So, dann gehe ich in die Vorgeburt. Also der Wunsch immer, man möchte, hätte lieber Nachgeburt, wäre man wäre lieber Nachgeburt gewesen, als geboren sein. So wie Helmut Kohl, die Gnade der Nachgeburt. War das nicht so, die Gnade der Nachgeburt? Ähnlich. Ja, aber es ist ähnlich. Nach dem Krieg Geborene. Die Gnade der Nachgeburt. Nach dem Krieg geboren. Doch der gleiche. Also jeder wünscht sich nicht geboren zu sein eigentlich. Ne? Hat aber Angst, sich umzubringen, weil er nicht weiß, was danach kommt. Bescheuert, ne? Wenn jeder wüsste, was dann wäre, wäre er schon längst gesprungen. Von irgendwo oder hätte das und das. Obwohl ich manchmal auf der Autobahn denke, wenn sie mit 240 an mir vorbeifahren, die legen es drauf an. Mal gucken. Aber die wollen mich auch mitnehmen dann, ne? Bin gnädig. Ja. Ich meine, du hast bestimmt alles gelesen von dieser Garde und das mögliche Ding von Prior to Drinks und bevor die zwei Flüssigkeiten sich getroffen haben, als Sperma und Ei warst du schon. Und dann hat sich das. Also damit überhaupt das sein kann, dass sich zwei Flüssigkeiten treffen, musst du schon da sein. Sonst kann da nichts draus werden. Also dein Sein ist vor, während und nach jedem Erfahrung das, was es ist. Hat man alles gehört und hat es, aber trotzdem genügt es eigentlich meistens. Ne? Immer ungenügend. Egal wie oft man es gesagt kriegt, auch wenn man es verstanden hat, bringt es nichts. Bringt alles nichts. Und ich sitze hier und sage, Gott sei Dank bringt es nichts. Wenn es was bringen würde, gäbe es ja einen Weg, gäbe es ja irgendeine Möglichkeit, dass man
beherrschen könnte, dann könnte man ja was mitmachen. Dann hätte man auch eine Notwendigkeit, dass es was bringt. Und ich bin total pro Versagen. Und versagt ständig. Es bringt alles nichts, Gott sei Dank. Das ist die Freude, dass es alles nichts bringt. Stell dir vor, du wärst abhängig von dem, dass es was bringen muss. Das ist doch die Traurigkeit, dass man denkt, es müsste was bringen. Ja, die Grundidee ist, ich gebe mir Mühe genug und dann komme ich auch irgendwo hin. Ja, du wirst ernten. Genau. Ja. Aber ernten ist hier. Einfach sein ist ernten. Du erntest dich selbst in jedem Moment. Was ist, mehr geht nicht. Du wirst aber irgendwann später mehr haben. Mehr als das, was gerade ist. Oder anders. Oder irgendwas. Das passt dir nicht. Irgendwas. Ja, so ist das. Das ist, nennt man Menschsein oder Person sein oder Ego. Immer irgendwas passt nicht. Aber da, es muss ja so sein, dass wenn es mal passen würde, gibt es das Ego ja nicht. Damit es überleben kann, darf es nicht passen. Es muss immer irgendwas verkehrt sein. Weil wenn alles richtig ist, gibt es das Ego nicht. Also es kümmert sich immer ums Nicht-Richtig-Sein. Es muss, warum ich, alle diese Fragen, Fragwürdigkeit, müssen sein, damit das fragwürdige Ich bestehen kann. Das ist eine Überlebenstendenz. Das kann man auch nicht verurteilen. Das ist einfach so. Also was, habe ich auch nichts gegen. Lass es doch kämpfen. Ohne Kampf gibt's den kleinen Hitler nicht. Mein Kampf, unendlich. Kampf, Kampf, Kampf. Was wäre das kleine Dich ohne Kampf? Ständig im Krampf und möchte sich entkrampfen und kämpft sich durchs Leben und möchte immer entkrampft sein. Mein Kampf für Frieden. Hier, mein Kampf jetzt, nie wieder sag Nein und das Ganze. Überall Kampf, Kampf, Kampf. Immer Kampf und jeder Ja. Nie wieder. Und immer wieder, auf und nieder. Oh. Wie oft haben wir es gemacht? Das ist also alles kleiner Phantomkampf. Ein Phantom, was ständig um seine Existenz kämpft. Eine kleine existenzielle Krise, die ständig sich bestätigen muss. Und die Bestätigung ist im Leid am besten. Leider gibt es den Leider nur im Leid und er kümmert sich immer ums Leid. Weil wenn kein Leid ist, gibt es ihn nicht. Also er wird sich schon gut darum kümmern. Immer leiden, leiden, leiden. Leid, Leid, Leid. Meine lieben Leid. Haben wir gelitten. Ja, also. Was tun? Sag du. Mach doch, was du nicht willst. Machst du doch sowieso. Oder hast du jemals gemacht, was du willst? Hast du schon mal jemals wollen können, was du wolltest? Ich habe nie gewollt, was ich will. Bitte? Ich habe nie gewollt, was ich will. Ja, du kannst nicht wollen, was du willst. Also hast du nie gemacht, was du willst. Weil du kannst nicht wollen, was du willst. Also kannst du auch nicht machen, was du willst. Also, und da kommt das kleine Ding nicht mehr zurecht, weil es braucht meinen Willen. Ich muss das gemacht haben. Ich muss Schuld haben. Ohne meine Schuld gibt es mich nicht. Mich gibt es nur als Schuldigen. Aber wenn es diese Schuld nicht gibt, was machst du dann? Also wirst du immer um deine Schuld kämpfen. Ich habe doch nichts gegen, mach doch weiter so. Naja, daraus gibt es ja auch keinen Ausweg. Doch, jede Nacht bist du so erschöpft von deinem Schuldigsein, dass du einschläfst. Und morgens mit frischer Kraft zur neuen Schuld. Ja, dann bist du dann im Universellen irgendwo gelandet, auf irgendeinem Planeten und kämpfst mit deiner Schwiegermutter noch, die du nie hattest. Die du dir aber noch vorstellst, was wäre. Im Traum geht ja alles. Mutter, Mutter. Ja. Bin ich meine Schuld los? Nee, bist du auch selbst schuld. Wahrscheinlich isst du zu spät. Was? Ja, also es gibt bestimmt irgendeinen Grund, den ich auch nicht wissen will, aber ich kann mir einen vorstellen. Es gibt immer irgendeinen Scheiß, der schlaflos durch Seattle. Vielleicht bist du verliebt in irgendwen, kannst nicht mehr schlafen. Ich meine, das wäre ein schöner Grund. Bitte? In welchem Traum du bist? In welche Sie ich verliebt bin. Ach so, du hast, die Auswahl ist zu groß.
das ist natürlich. Ist alles so schön bunt hier, ich weiß gar nicht mehr, welche Farbe ich mag. Die andere Frage ist, vielleicht nur das Thema Tod, aber wir wissen, dass der Onkel vorgestern die ganze Nacht in einer langen Qual. Und so hilflos gerade, so, weil ich gehst, das ist kurz Traurigkeit, aber irgendwie auch nicht. Und dann ist es in Ordnung gerade. Also, ja, es sind so eine Schizophrenie, die auftaucht, ne? Die eine Sache, da ist es eigentlich eh scheißegal. Ja. Und Freude oder nicht. Und der andere, soll ich jetzt traurig sein oder nicht? Oder muss ich jetzt? Oder was ist angemessen? Ja. Wem kann ich sagen, dass es mir gar nicht leid tut? Und wem muss ich sagen, dass es mir leid tut? Und wenn da aber eine Traurigkeit ist, die gar nicht zulassen kann? Die gar nicht kommt und denkt, was ist mir, irgendwas ist falsch mit mir? Ja, ja. Wunderbar. Du sprichst allen aus dem Herzen. Ja, ist so. Was ist angemessen jetzt? Du willst ja auch immer dann noch respektiert oder akzeptiert werden von deiner Gemeinschaft, von deiner Familie. Wie muss ich mich jetzt verhalten, dass ich nicht ganz aus der Sorte falle hier? Also ich will ja kein Outcast werden, also ausgesondert werden. So. Immer die Angst vorm Alleinsein und Dingen und so. Habe ich jetzt den Mut schon? Kann ich das verkraften, dass ich alleine bin, dass ich alle fallen lasse und sie mich fallen lassen? Bin ich dazu bereit oder nicht? Ja. Alle die Fragen sind in allem drin. Aber wenn es dann so ist, auf einmal merkst du, ist gar nicht so schlimm. Keiner will dich mehr sehen. Oh, ich mich sogar selber nicht. Passt doch. Keine Ahnung. Es hört auch nie auf, dieser ganze Fummelei mit irgendwas. Weil Gott will auch geliebt werden von irgendwas. So Selbstliebe. Und dann andere bestätigen dich, dass es dich gibt und du bestätigst die. Und da gibt es Verhaltensregeln. Muss dich zivilisiert verhalten oder muss dann auch akzeptieren, Toleranzgrenzen haben. Und das alles, was man jetzt im Moment so als Dings nimmt. Auch die Sprache muss da anpassen an die Gendersache oder das, damit man bloß nicht aneckt. Weil man möchte ja Harmonie, Sucht, irgendwas. Man macht es aber nicht, weil man das auch so möchte, sondern weil man denkt, es wäre nicht gut für einen. Oder man ist dann biologisch, obwohl man gar nicht leben will, ist man organisch und lebt länger, obwohl man es gar nicht will. Man ist total bescheuert. Ne? Man gibt mehr Geld aus, als man müsste. Ärgert man sich sowieso. Eigentlich will ich ja gar nicht existieren, aber esse dann organisch, damit ich länger was von habe. Ja, es ist Wahnsinn, ne? Und jeden Morgen wacht man als wer anders auf. Man ist nie der gleiche. Ist das nicht herrlich? Immer Überraschung, wer bin ich denn heute? Da muss man sich wieder zu versammeln in sich, erinnern, wie man war, gestern und davor, und wie die Kindheit war, damit man überhaupt eine Position zusammenbastelt, die man scheinbar ist. Ist ja anstrengend. Ständig dich zu erinnern, wie war ich, wie bin ich, warum bin ich so geworden? Sofort hast du so eine Struktur, die du aufbaust, die ganz artifiziell, deine artifizielle Intelligenz, die sich zusammenbaut da. Und dann abends bist du wieder so müde davon, dass du Bang machst oder nicht kannst, weil du immer noch bastelst. Weil irgendwas nicht ist. Herrlich. Ist das nicht Wahnsinn? Verliert man es. Ja, man sucht sich aus der Vergangenheit Situationen aus, wo es gerade mal schön war. Pink Floyd mit dem Joint zusammen. Vielleicht finde ich den noch im Schrank und dann Pink Floyd drauf am Lagerfeuer und dann die Frau und dann guckst du und rufst die an und triffst die und naja. Dann doch nicht. Dann doch lieber nicht. Wenn man so alte Sachen wieder aufwärmen will, ne? So, wo es mal gerade mal schön war. Geht leider. Manchmal geht vielleicht sogar mal, kann ja auch sein. Manchmal geht's. Mach die Augen zu und durch. Man guckt gar nicht hin, dann geht's doch noch. Aber man fummelt und fummelt, oder? Ständig in der Sehnsucht nach Frieden, nach Harmonie, nach Ruhe, eigentlich nach
Ruhe immer. Man möchte seine Ruhe haben und Harmonie, damit man bloß das nicht stört, ne? Störungsfrei sein. Und man versagt ständig, weil irgendwas stört immer, ne? Ja, sowieso. Ich sage ja, wenn Meditierende die 5 Stunden meditieren, im Hinterher stört sie noch mehr. Weil dann ist im Verhältnis zum Stillsein, ist alles dann scheiße. Dann wollen sie 24 Stunden am Tag meditieren. Saßen. Sazen. Nisense. Nein, man ist es. Ja, ist der Wunsch der Beherrschens. Man möchte der König seines Reiches sein, indem man es beherrscht mit irgendeiner Technik. Mein Zepter, sein Konzepter. Ein Konzept haben, dass man, dann, womit man das Ganze beherrscht. König Kalle Wirsch auf der Flucht oder so. Ich kenne den genauso. Man möchte sogar die Freiheit beherrschen. Das, dann, deine Freiheit, den willst du dann beherrschen, indem du das und das. Ständig geht es ums Herrschen, ne? Ja. Was macht das? Der Klaus macht trotzdem jedes Mal diese Konzepte. Ja, du machst aus allem was. Du bist wirklich die Intelligenz, die schafft aus allem was. Der Geist, der ständig schafft. Immer wieder was Neues schafft. Den kannst du auch nicht abstellen. Das ist der Zauberlehrling. Das selbst ist wieder Zauberlehrling. Also, der hat einen Wunsch nicht kennenzuwollen, hat dem Geist den Auftrag gegeben. Und jetzt schafft der scheiß Geist an. Der schafft ständig an. Das ist deine unendliche Nutte. In deinem Freudenhaus das Sein schafft die Nutte dir ständige Versuch der Befriedigung und schafft es nicht. Du denkst, du hast da irgendeine Prostituierte, die alles immer, also der Geist, der Intellekt, und keiner kann dich befriedigen. Aber du hast mal den Wunsch geäußert. Dieses erste Ich, was? Was bin ich? Ich bin was? Und jetzt schafft das Ding an. Kannst auch nicht Schuld geben, das ist deine eigene Schuld. Du wolltest wissen, was du bist. Ganz natürlich, aus Liebe zu dir. Du wachst auf als Gott, bist da, existierst und aus Liebe zu dir möchtest du wissen, wer du bist, was du bist. Du möchtest natürlich aus Liebe zu dir selbst dich auch kontrollieren und beherrschen, weil du willst dein Geliebtes ja haben, ganz und gar haben wollen. Beherrschen, wissen. Wissen ist ja auch haben wollen. Diese Wissbegier an sich selbst. Du kannst keinem anderen die Schuld geben. Immer selbst Schuld. Und du versagst ständig. Ist das nicht ehrlich? Du kannst dich nie beherrschen. Und ich sitze hier und sage, freu dich drüber, dass du nicht beherrschbar bist von dir. Wenn es wirklich eine Herrschung gäbe, gibt es ja zwei. Ein Herrscher und etwas Beherrschtes. Das ist unmöglich. Du bist das Allmächtige und hast keine Macht. Das ist nicht ehrlich? Und es macht alles nichts. Keine Macht für niemanden? Oder woher? Rio Reiser, der König von Deutschland. Wenn ich König von Deutschland wäre. Ja. Ich spreche, das heißt ja, ich rede mit dem, was ich bin eigentlich. Ich rede dich das an, was gar nicht angeredet werden könnte eigentlich. Aber ich rede immer mit dem, was keine Anrede braucht. Aber irgendwie, ja, ich versage auch ständig. Aber ich liebe das Versagen. Kann mir nicht helfen. Es versteht sich von selbst, heißt es ja auch, und nicht, weil du was verstehst. Es versteht von selbst. Es ist selbstverständlich, dass du bist. Mehr Selbstverständlichkeit gibt es nicht. Das kann man dir nicht beibringen, das kannst du nicht lernen. Dieses total selbstverständliche Sein. Das ist selbstverständlich. Da braucht keiner was verstehen für. Also deine Natur ist so selbstverständlich, dass du bist. Die braucht nicht mehr verstehen. Das ist Verstehen in der Natur von Verstehen. Und warum nennt man das selbstverständlich, dass du bist? Du kannst nicht nichts sein, mehr ist nicht. Der Rest ist alles, kannst du begreifen oder nicht begreifen. Alles, was du begreifen kannst, verlierst du wieder. Weil da brauchst du Griffe für Begrifflichkeiten. Also. Aber immer selbst, die Liebe ist die Scheiße, ich sag's dir. Wie oft habe ich das wiederholt? Liebe macht dich bescheuert.
Die Liebe lässt dich leiden. Die Leidenschaft zu dir selbst. Und wer hat das geschafft? Kein anderer. Du schaffst alles Mögliche, weil du dich liebst und dich haben möchtest, kennen möchtest, leidenschaftlich. Die Passion Christi ist das gleiche Ding. Dann wirst du gekreuzigt in die Ausweglosigkeit deiner Existenz, wo sogar die Liebe wegfällt, Gott fällt weg, alles fällt weg, das Selbst. Totale Kreuzigung aller deiner Konzepte. Willst du das? Bist du bereit zum Nageln? Nicht in der Art und Weise. Stickmaß. Maßstick. Ja, also es wird bei dir auch nicht aufhören, bei mir braucht es nicht aufhören und bei dir auch nicht. Das ist das Herrliche. Lass den doch weitermachen, den Idioten. Macht es das, was du bist, weniger oder mehr? Ob du jetzt schlafen kannst oder nicht schlafen kannst, ob der Körper sich entspannt oder verspannt oder so ist? Dann ist es halt anders. Ist immer bescheuert. Passt nie. Stört alles. Von Anfang an hat es immer gestört. Schon Gewahrsein stört. Und dann aus diesem blöden Gewahrsein kommt das ganze andere Scheiß. Nur weil du dir gewahr bist, das Sein, was sich gewahr ist, der ist der Liebhaber. Und aus diesem Gewahrseins, diesem ersten Gewahrseins-Ich kommt der ganze Schrott, der ganze Pimmelfatz. Will er sich durchdringen, der Arsch. Ja, Pimmelfatz, das ist ein schönes Wort. Ne? Der kleine Lingam, der da vorne in die Joni eintritt, ständig im Raum fummelt und vibriert und ständig denkt, die Vibration bringt es jetzt, weil die hat es nicht gebracht. Wann kann ich mich befriedigen? Ich bin jetzt das Licht und vibriere im Raum und jetzt muss das Licht irgendwann mal so schön vibrieren, dass ich dann für immer im Licht mitvibriere und ich bin der Vibrator des Eins. Hab mich immer dabei. Mein einzig guter Liebhaber. Nicht wie bin ich, sondern Vibrator. Was für ein Tor. Vibrator. Ein Tor. Ja, Fußball. Noch ein Tor. Er steht im Tor. Aber ich dahinter. Das ist ein schönes Wort. Das ist Vicky. Oder nicht? War das Vicky der Andros? Er steht im Tor, im Tor. Und ich dahinter. Frühling, Sommer, Herbst und Winter bin ich nah bei meinem Schatz. Das ist das höchste spirituelle Lied, das ich kenne. Spiritueller geht nicht. Er steht im Tor und ich dahinter. Hör mal. Da müsst ihr mitsingen und das muss in alle Glieder fahren. Ist schon. Ist es dahinter oder beyond, ist ja eigentlich auch nur eine Umschreibung, es gibt ja keinen. Doch, es gibt es, aber das ist auch nicht dein Zuhause. Ja, aber du stehst immer dahinter, du stehst hinter allem. Und du stellst dich vor. Du stellst dich vor. Und dann bist du der Tor. Das ist eine Vorstellung. Das ist alles eine Vorstellung. Aber der Vorsteller ist schon eine Vorstellung. Aber wer stellt sich den Vorsteller vor? Wer sieht den Seher? Was erfährt den? Aber ohne die Vorstellung gibt es ja auch keinen dahinter. Wer sagt das? Ist das jetzt deine Annahme oder deine Erfahrung? Klar, nee, ja? Aber diese Ausweglosigkeit, ich meine, man hat ja nur Annahmen. Ja, aber weil es da einen dahinter gibt, gibt es das, was hinter einem steckt, stellt sich alles vor. Hört sich gut an. Ja. Muss man auch nicht behalten, aber hört sich gut an. Was ist das absolute Sein, was sich alles vorstellt? Ein vorgestelltes Sein, ist das weniger Sein als das, was sich alles vorstellt? Oder gibt es nur ein unvorstellbares Sein und ein vorstellbares Sein, was in der Natur nicht verschieden ist? Ja, so ähnlich würde ich sagen. Hört sich gut an, ne? Ja. Kann man so annehmen für eine Zeit? Ja, so, ja. Noch, bis man es wieder vergisst und dann doch wieder irgendeinen Scheiß liest, der dann auch nicht
nicht so schlecht anhört. Man verarscht sich sowieso. Und keiner kann einen so verarschen, wie man sich selbst verarscht. So oder so. Die nächste Falle wird da sein. Du trittst rein. Und das ist immer eine Liebesfalle. Aber da muss ja auch eine Bereitschaft sein. Da ist keine, braucht keine Bereitschaft. Die Liebe ist immer da. Also sich reinlegen zu lassen. Nee, du, wie kannst du dich nicht an dir, dich veräußern? Du verlierst ja auch nichts. Macht's dir was, wenn du reintrittst? Nee, mach dich doch nicht weniger. Also wenn mir einer sagt, ich kenne jetzt alle Fallen, ich trete in keine mehr rein, ha, das ist die beste Falle. Eine größere Falle gibt es nicht. Nämlich einen, der denkt, er könnte, kennt alle Fallen und tritt nicht mehr rein. Das ist die wahre Falle. Ich beherrsche mich jetzt. Ich weiß, wie es geht. Ich wieder. Tritt doch rein, wen kümmert's? Macht's nicht weniger? Wenn du geboren bist, nee. Macht's nicht weniger, wenn du stirbst, auch nicht oder mehr. Also wovor hast du Angst? Ist doch, wovor hast du Angst? Was gehört dir überhaupt? Und wer ist dir hörig? Jeder möchte sein Geliebtes hörig machen. Hörst du mir zu? So wie vor der Ehe. Jede Frau liebt humorvolle Männer, bloß nach der Ehe, mit dir kann man kein vernünftiges Wort reden. Wenn es dann soweit ist. Ist so, oder nicht? Ja. Der lacht sogar. Ja. Da freut sich das Kind. Und wenn das Kind sich freut, freut sich der Papa. Das ist wirklich, ne? Wenn das Kind sich freut, da geht das Herz auf. Wenn diese Unschuld des Kindes, des Babys einen so berührt, in seinem innersten Wesen vibriert das ganze Ding. Wie, hör auf. Das ist eine Falle, die, da kommt keiner raus. Ist so. Ne? Nur sie, nie ein Kind, nur eine Abtreibung und schon will sie nicht mitreden. Oder was auch immer. Ich bin steril, mir kann sowas nicht passieren. Die größte Liebe, die ich jemals empfunden habe, ist tatsächlich die zu meinem Kind. Habe ich doch gerade gesagt. Das ist eine relativ junge Erfahrung und ich finde sie manchmal sehr beängstigend. Ja, die Hilflosigkeit, die darin steckt. Absolut, ja, absolut. Super. Das auch die Angst, die parallel dazu empfindet. Ja, dass das Ding älter wird. Furchtbar. Aber das ist auch als Falle beschreiben. Also ja, ist eine Falle. Die größte Liebesfalle, die es ja, ist eine Falle. Sich zu verlieben ist die Falle. Man verliebt sich in sein Ebenbild, also sein Spiegelbild, im Gewahrsein. Das ist schon die erste Falle. Man verliebt sich in sein Spiegelbild. Schon Gewahrsein, der Spiegel ist schon ein Spiegelbild von sich. Da möchte man natürlich auch sich drin spiegeln, als das, was man ist. Aber man findet keinen im Spiegel. Das ist die Falle, die erste Falle. Und aus der Falle kommen alle anderen Fallen. Ja, und das Kind natürlich, ein Baby und Ding, ist natürlich die Unschuld, die verzaubert dich. Das ist die Liebesfalle auch. Du verliebst dich in die Unschuld des Kindes. Du siehst die Unschuld an sich, das, diese Innozenz, die da drin ist. Klar. Und wenn du das wirklich in allem sehen könntest, die Innozenz, also das, wo es nie einen Schuldigen gibt und damit auch keine Sündenfrage oder irgendetwas, dann bist du in dieser Heilheit von Unschuld. Was ist denn die Falle da dran? Das verstehe ich noch nicht. Dass du Angst hast, das Kind dann zu verlieren vielleicht, was mit dem passiert, was dann Ding und so, diese Sorge, da kommt der Kümmerer auf. Du kümmerst dich dann um dieses. Du wirst dich auch behalten. Weil man es behalten will. Ja, weil das so schön ist. Weil es ist so unschuldig und so schön, weil es dann im Verhältnis zu allem anderen, alles andere wird dreckig. Jede andere Liebe ist kontrollierend, die will was von dir, die akzeptiert. Diese Akzeptanz wirst du in keinem anderen Sache finden. Als dann zu dem, das muss ja auch nicht dein Kind sein. Es kann irgendein Baby sein. Du guckst rein und da ist Ruhe. Du willst nichts von dem Ding. Allein weil es. Du erwartest nicht, dass es jetzt irgendwas. Da ist irgendwas. Da ist
Unschuld. Und deine Unschuld, die Unschuld, die du bist, erfährt sich in der Unschuld. Und wenn es dann noch dein Kind ist, weil dann fängt natürlich wieder an der Sorger in sich. Der möchte natürlich dann das Beste für das Ding. Dann ist die Falle natürlich auch wieder, und das ist auch bei Gott, wenn er sich spiegelt und in sich selbst verliebt, in das Gotteskind, dann möchte das natürlich auch das Beste für das Kind. Und es ist nie gut genug. Merkst du doch, es ist nie gut genug, es reicht nie. Das fängt also immer ganz unschuldig an, aber aus dieser unschuldigen Anfang fängt natürlich der ganze Körperbus, die Wurzel, ist immer die unschuldige Liebe im Gewahrsein, und aus dieser Wurzel entpuppt sich dieser ganze Baum von den Juden, das ist Kabbalah, ist die Kabbalah, der Baum des Lebens, der sich dann in allen Verzwestungen, in allen Konzepten, in allem Ding zeigt. Also es geht nicht darum, die Wurzel da loszuwerden, ne? Nein. Es geht darum, dass du nicht anders kannst. Du bist nicht, weil du bist, gibt es die Wurzel. Aber du bist nicht, weil die Wurzel da ist. Du bist der Urgrund der Wurzeln. Aus der Wurzel, der Ich-Wurzel, entpuppt sich der ganze Stamm von einem Baum von Personalität, von Sein, von Welt oder irgendetwas. Und du hast keine Chance, das aufzuhalten. Ist nur mal passiert. Das ist Buddhas Divine Accident. Der göttliche Unfall ist nur mal passiert. Ein Unfall bedeutet, es gibt keinen Schuldigen. Ein Unfall ist unvermeidlich. Du kannst also nicht vermeiden, dich zu verwirklichen. Als erstmal Gewahrsein, dann als Bewusstsein, dann als Universum. Also da gibt es kein Wäre den Anfängen. Du kannst, naja. Wenn du nämlich das als das, was du bist, brauchst du es nicht. Und wenn es dann angefangen ist, schon zu spät. Also jetzt ist zu spät. Jetzt ist der ganze Scheiß da. Jetzt musst du halt das sein, was mit und ohne ist. Du wirst das Ding nicht los. Weil es gar keine Existenz hat. Wie kannst du was abschaffen, was es gar nicht gibt? Das ist das Problem. Versuch mal, was loszuwerden, was du gar nicht hast. Tja, aber du probierst natürlich. Weil du möchtest von dir abfallen. Das ist alles Abfall. Muss ich alles loslassen. Weg damit. Ist es nicht. Was ist die Suche? Ego-Überwindung oder das Ego loswerden. No mind. Der Verstand ist scheiße. Der Verstand ist schlecht und Ding. Wenn ich den Verstand endlich los wäre, dann ging es mir besser. Mir ging es besser ohne mich. Mir geht es am besten ohne mich. Habe ich doch gemerkt. Letztes Mal, als ich nicht da war, ging es mir ganz gut. Wo ich nur raumgleicher Geist war, in Meditation, da gab es keinen. Ist mir total aufgefallen, dass es da keinen gibt. Keiner war da. Ja, ne? Man verarscht sich unendlich. Man ist der absolute Arsch und kann nicht anders, als sich zu verarschen. Selbst ist die Frau. Homemade. Homecooking. Alles Homecooking. Ja, selbst, kommt sofort gekocht. Wieder die Idee, dann ist es doch besser, die Fallen zu genießen, als die vermeiden zu wollen. Da, also aber der Genuss ist, dass man es nicht genießen muss. Wenn du es genießen musst, ist ja schon wieder Zwang. Eben. Der Genuss braucht keinen Genuss. Das ist Genießen. Du genießt, dass du es nicht genießen musst. Aber nicht, weil du es jetzt genießen kannst, weil du was verstanden hast. Das ist schon wieder bedenkt. Der Genuss war ununterbrochen, der ist immer da. Aneinander. Du hast eh nicht alle beieinander, das weißt du. Der neue spirituelle Name, nicht alle beieinander. Oder ganz durcheinander, ist auch schön. Keiner will meine Namen haben. Ich nehme sie beide. Die treffen dich, oder? Treffen dein Ding. Ah. Ja. Also auch die Hochzeit und Tod und Ding und so, alles Märchenstunde. Auch da hat Rumi seine Märchenstunde auch abgehalten. Nur dann möglicherweise, dass er seine Anhänger ein bisschen Trost spenden. Also auf irgendeiner Beerdigung hat er dann das gesagt. Damit die Nachkommen sich nicht grämen. Mache ich auch ab und zu.
Nicht so oft. Das glaubt. Was wäre dann deine korrekte Anteilnahme bei einem Tod? Ich habe keine Anteilnahme. Gar keine? Nö. Also sagst du nichts zu dem... Still sein. Schön gucken. Schön traurig gucken. Ja, unbeteiligt gucken. So. Wie, als wenn man eine Kommode ist. Ja. Einfach nur ein Möbelstück. So als Möbelstück ist man am besten. Also als Person dann Anteilnahme gucken, ist man beschränkt. Man ist besser der Schrank, bevor man beschränkt ist. Ne? Schrank sein, finde ich gut. Aber betroffen gucken. Wahnsinn, ne? Weiß nicht jeder Bescheid. So betröpfelt. So das Lachen verkneifen. Das geht nicht gut. Aber es wird immer erwartet, dass du was sagst, oder? Bitte? Es wird in der Gesellschaft immer erwartet, dass wir was sagen. Ja, aber man kann ja mal die Erwartung nicht erfüllen. Man muss doch den ganzen Scheiß nicht annehmen. Sei doch mal ein Outsider. Abfall. Ich bin gern Abfall. Guck, ich sage auch immer, guck mal, kommen trotzdem Leute, obwohl ich denen allen sage, ihr seid das Letzte. Mit euch würde ich doch normal gar nicht reden, wenn ihr nicht zahlen würdet. Auf. Ich sag einfach, wie es ist. Guck doch lieber Netflix, als wenn ich mich... Doch, ab und zu. Überraschung. Einmal ist wieder was da. Oder bist in der Stimmung für irgendeinen Scheiß. Man weiß ja nie, was man gerade dann... Wahnsinn, ne? Einmal ist doch wieder was da. Hätte man nie geguckt, dann guckt man dann... Scheiße. Das war ja... Ich gucke jetzt gerade zu Survival. Was? Survival. Aber das ist doch bescheuert, das Scheiße. Das ist gut. Wow. Das ist gut. Nein, wisst ihr, das muss, da muss man auch, die Stimmung muss man erstmal haben. Ja. Boah, wow. Nee, oh ja, da bin ich vielleicht in 10 Jahren dann, wenn ich älter bin. Alaska. Ja, oh. Dann sich rumschlagen in der Wildnis da mit Tieren und ja. Zeug und campen und Urin nicht trinken müssen, weil das Wasser genug fließt. Das ist doch Dschungelcamp. Was? Nein, Dschungelcamp ist in Australien, aber das ist Alaska, da machen sie dann selber Fische fangen und Überlebenstraining und so Survival. Was haben wir bei der Bundeswehr gemacht? Musste ich da schon machen, das hat mich schon gestunken. Ja. Wegen wollen sie mich zum Offizier machen. Da musste man Survival, so eine Nahkampfausbildung im Ding machen da und wir bescheuert. Das dann freiwillig. Also, wo die Leute drauf kommen, wa? Weil die kriegen ja hinterher einen Preis. Es geht ja um viel Geld dabei, bei Überleben. Die Gier lässt Leute machen, ich sag dir. Die heiraten sogar manchmal wegen Geld. Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Schlimmste Sache überhaupt, wegen Geld. Wegen Mitgift. Sag mal, die nehme ich nur mit Gift. Das ist ein schöner Name, ne? Mitgift. Mit so einer Truhe voll mit Bettzeug. Das war früher Mitgift. Tischdecken, selbstgehäkelte Socken, alles mögliche in dieser Truhe drin. Die häkelte Socken hört sich auch gut an, ne? Die gestrickten nimmt man selber alleine. Die gehäkelten sind nur für Sommer. Hegel. Ja.
radikal ist das auch nicht, Gier, hierher zu kommen, kommen zu wollen? Wie was? Absolut, Gier. Nur Gier. Nach Tiro zu gehen? Alles Gier, alles Gier. Gier. Alles Gier. Aber was ist es, was gierig ist danach? Nach dir selber, nach Frieden, egal was du dir vorstellst. Nach Glück, nach Erleuchtung, viele Namen für Gier, aber egal was du dir vorstellst, danach bist du gierig. Du bist gierig nach dir selbst. Ist das gesundeste Gier überhaupt? Die ist natürlich immer ungesund, aber kommst du nicht gegen an. Die ganze Welt fliegt nur hin und her, weil sie gierig nach irgendwas ist. Weil da, wo sie sind, sind sie zu viel und denken, wenn sie dahin gehen, da sind sie dann sich genug. Das Gras ist immer grüner woanders. Und wärmer ist es dann. Nicht nur wärmer. Und geht nach Alaska, da suchst du ja an, was Kaltes. Du bist ja bei, also hör mal. Jetzt hast du aber gerade dich in eine verkehrte Region gebeamt. Du fährst doch sonst eigentlich ins Warme. Nee. Winter. Ist mir zu heiß. Ich liebe jetzt das Kalte. Ich habe jetzt Socken von. Heike? Nee, von Mitra hat mir Socken, hat mir Strümpfe geschickt, jetzt kann ich den Winter überwintern. Nur weil ich jetzt dicke Socken habe. Was? Vollsocken. Gekaufte Irgendscheiß. Ach so. Also, natürlich aus einer Bioladen mit kalter Nadel gestrickt. Weil wenn deine Füße schön warm? Dafür habe ich jetzt Camper, die vorher gut aussahen, aber jetzt mit dem Berliner Schuster auf Winter getrimmt wurden. Siehst du das mit der Winterriffeln? Früher war es schöne, die waren so richtig schön Camper aus Mallorca-Ding und das Gummi war aber versaut und verrottet. Und jetzt hat ein Berliner Schuster mir das natürlich. Ist jetzt nicht schön, Dietmar. Seitdem ich Winterschuhe habe, jetzt muss ich natürlich auch hier bleiben. Auftragen. Erstmal kriegt man die Strümpfe von einem, der einen hier haben. Also die Geschenke, die man kriegt, die wollen einen einmal nur, dass man das tut, was sie gern hätten. Ja. Das ist klar. So ist das. Ja. Meine Mutter hat für mich auch Socken gestrickt. Ist aber? Da haben wir warme Socken für den Winter. Ja. Auch in der Türkei, oder? Ja. Da ist auch manchmal kalt, oder? Ja. Da, das gönne ich denen auch. Das wenn wir schon probiert haben. Da bin ich Gönner. Auch in der Türkei ist kalt. Wo ist das, in Anatolia? An der Westküste, nördlich von Izmir. Izmir? Ja. Oder Izmich? Izmir gibt es auch. Das ist ein Berliner. Ist mir oder ist mich? Ist mir. Wie ist mir denn heute? Michi. Der Michi. Nee, ist alles Gier. Gottes Gier nach sich selbst. Gott ist absolut gierig nach sich selbst. Totaler Gierlappen, der Arsch. Du bist nur ein Werkzeug seiner Gier. Dann zickt er dich nach Indien oder irgendwohin, weil er denkt, da ist mehr Gott als hier. Bescheuert, ne? Dann denkt man, da ist mehr Gott als hier. Geh doch dahin. Und dann, vielleicht treffe ich mich da, ja. Ne? Es hat bei mir nachgelassen, nach Tiro gehen zu wollen. Jetzt will ich eigentlich nur noch hierher kommen. Und wohin? Wo du bist. Wo ich bin? Ja, hör auf! Ja, das ist für mich mehr Chirurg als wirklich nur Chirurg. Ja, also wo der Name Tiro, da kann keine Ruhe sein. Das ist Tiro. Das ist auch eine Verarschung. Da ist Ruhe drin, aber ist keiner da. Ja, Tiro. Eh zu viele Leute jetzt da. Ich habe ja auch dahin. Bitte? 30 Jahre reichen. 30 Jahre, müsst ihr mal vorstellen. Es reicht. Jetzt sind die ganzen Andhra-Pradesh-Leute da und kaufen und tun und alles wird teurer. Die Stimmung ist ein bisschen doof.
geworden. Also Anfang der 90er war es romantisch, jetzt ist, keine Ahnung. Es ist eigentlich wie Berlin. Nur noch Real Estate Haie, also immer nur um Geld, um Wohnung und irgendwelche Sachen und wie überlebe ich, Miete und Dinge. Es ist wirklich total mondän geworden in Piro. Was es früher war, ja, keine Ahnung. Da war der Berg auch noch nicht bewaldet, war alles nur grau und Ding und Felsen. Die nackte Wahrheit, und jetzt ist alles überforstet da. Was? Damals. Ja, du warst, kennst du doch noch. Total nackt. Ja, wer will eine Wahrheit angezogen? Ich nicht. Nee. Zieh dich schon mal auf. Bevor der Berg nicht wieder ganz kahl ist, gehe ich da nicht hin. Da bin ich radikal. Nee, man kann sich, Gott sei Dank kann keiner entscheiden, wo er hin und wie und Ding. Wenn es wieder sein wird, ich hatte mal zwei Jahre Ende 2010 und auch zwei Jahre war ich nicht da und dann war ich doch wieder da. Habe ich auch damals schon gesagt, da gehe ich nie wieder hin. Sobald du nie saßt, bist du schon wieder da. Ich nie wieder. Schon ist passiert. Also ich sage es trotzdem. Und wenn ich dann wieder da bin, sage ich ja, auch schön. Oder auch nicht. Ich wollte auch schon, jedes Jahr, irgendwann hatte ich immer eine Saison, wo ich sage, ich höre auf zu reden. Also Tor. Und dann sehe ich mich doch wieder da sitzen. Aber hast du fast einmal gemacht, oder? Ja, hätte ich fast geschafft. Ich darf es nicht durchgehen. Ich bin Schlappschwanz. Ich gebe es einfach zu, bin Schlappschwanz. Total Versager. Ich mache nie das, was ich mir vornehme. Oder manchmal doch, und das ist noch schlimmer. Naja, nee. Nee, diese Hilflosigkeit ist so herrlich. Boah. Willenslosigkeit, Machtlosigkeit, macht ja auch nichts. Man kann auch sagen, das mache ich nie wieder und mache es trotzdem. Wen kümmert's? Man muss doch keinem was beweisen, dass man macht, was man gesagt hat oder so. Für wen? Das ist doch das Schöne. Du kannst den größten Scheiß erzählen und im nächsten Moment das Gegenteil und es kümmert doch keinen. Du nimmst dir was vor und machst das Gegenteil. Überraschung. Das finde ich gut. Ja. Du sagst, ich liebe dich und meinst das Gegenteil. Dann überrascht. Du hast aber gesagt, du liebst mich. Ja, habe ich mir wohl versprochen. Habe ich wohl nicht so gemeint. Ja? Oder doch? Versprechen, Liebesversprechen, Wahnsinn, ne? Verlobt sein ist schon hart. Verheiratet, alles was mit Fähre ist. Boah. Was liebst du denn am Versagen? Ja, dass alles Versagen ist. Alles ist Versagen. Der Moment kann nicht bleiben, er versagt zu bleiben, weil der Nächste ihn ablöst. Alles ist Versagen. Das ist das Schöne. Alles, was erscheint, vergeht. Also es versagt am Bestehenbleiben. Alles ist wechselt. Nur der Wechsel ist beständig. Oder auch sogar der nicht. Manchmal. Man weiß ja auch nicht, ob überhaupt was geht, wenn es geht. Weiß man ja auch nicht. Bin ich vorsichtig. Vielleicht geht es ja gar nicht. Der Dings. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Schöner Spruch. Wie ist der? Unser Joint-Raucher. Stell dir vor, es ist der bekannteste seiner Sprüche. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Stell dir vor, es ist eine Demonstration und keiner geht hin. Das wäre heute jetzt die Frage. Heute schon. Ist immer, irgendwer demonstriert immer. Ja, 22 Demonstrationen. Auch heute noch. Bei dem Wetter geht, ja, jetzt scheint die Sonne wieder. Das kann man ja auch sehen. Kommt das Wetter an. Die meisten Demos sind im Sommer. Das Wetter dafür.
Ja. Das war wie bei Corona in Indien, da wollten sie alle weg und konnten nicht mehr. Und manche sind geflüchtet, haben dann 6.000, 7.000 Dollar für einen Flug direkt, nur damit sie raus konnten aus Tirol. Total, und dann stand da der große kanadische Bär und sagte, you all will die here. Hoffentlich. Und er dann, so ein richtiger Arturo. Keiner, auf einmal die größten Großmäuler, die sind die kleinsten Häschen und laufen vor so einem kleinen Ding weg. Los, weg hier. Weil die Krankenhäuser nicht so viele Atemgeräte hatten. Ach. Im Falle eines Falles. Ja. Ich mag es auch, dass die eine der größten Homöopathen in Indien, in Bombay und Ding, dass die nicht geimpft und dann gestorben sind. Weil sie dachten, sie könnten das alles mit Hahnemann klar machen. Ging auch nicht. Keiner weiß, wie es geht. Ne? Keiner weiß, was... Also für mich ist die Überraschung, es ist eine Freude der Überraschung, die immer da ist. Alles ist Überraschung. Ne? Jeden Morgen überraschte dich. Boah, Mann. Er nun wieder. Boah. Dass den noch gibt. Aber die Freude, dass man sich nicht freuen muss, das ist doch genießbar. Man muss sich über nichts freuen. Wenn man sich über nichts freuen will, muss man sich auch nichts ärgern. Ha? Genießt du es wirklich oder sagst du es immer nur? Das, was du bist, ist immer Freude. Es braucht keine Freude. Das ist mit mir nichts zu tun. Das hat Karl jetzt nicht in der Hand. Jetzt hast du wieder, Karl, ja. Karl, wie ist denn das bei dir noch? Kann ich da vielleicht auch mitmachen? Nein. Was? Ich ärgere mich ständig. Karl ist ein Ärgernis. Aber irgendwas freut sich darüber. Ja. Der ärgert sich ständig. Der ist immer gestört. Aber irgendwas freut sich dann, dass er so ist. Nee, da ist eine stille Freude, nennt man die. Ja, mein. Das freut sich aber nicht. Es ist Freude. Ja, okay. Es ist die Freude, dass Karl sich ärgert oder nicht ärgert. Es ist wirklich kein Mensch Scheiß interessiert. Ob der da vorne jetzt gut drauf ist, schlecht drauf ist. Er wieder. Wenn das da hinten was machen würde. Pustekuchen, alles Pustekuchen. In Indien haben sie mich vor 20 Jahren noch Swami Puff Puff genannt. Die Frau von Papaji. Mira, Swami Puffo. Gut. Ja. Nee, Karl ist. Was ist denn Karl? Ein Cluster von Bescheuertheit. Mehr nicht. Nee, aber ich verstehe. Das soll sich freuen. Ne? Wen kümmert, ob Karl sich freut? Ob ja, in diesem Cluster, in diesem Clusterhaufen. Zusammengewürfelte Vibrationen von Bullshit, ob die sich freut oder nicht freut. Wer will das wissen? Nee, aber du hast auch gesagt, das ist doch die Freude oder so. Du benutzt das, aber jetzt verstehe ich, was sich freut. Also ich habe immer gedacht, da ist Freude. Ja, da ist Freude. Ich da war, das. Da ist, da ja, wird ja. Freude sein. Das ja, ist nicht ja. etwas, was durch etwas kommt. Oder da ist nicht eine besondere Vibration oder ein besonderer Umstand oder irgendwas. Das hat gar keine Notwendigkeit von. Irgendetwas. Das ist auch die Ruhe, die ununterbrochen Ruhe ist, aber nicht Ruhe braucht. Ob das da vorne dann harmonisch ist oder ruhig oder nicht ruhig, oder ob man morgens mit Kopfschmerzen oder nicht, oder es tut immer irgendwas weh. Mit und ohne Yoga. Es tut immer weh. Und wenn es mal gar nicht weh tut, wunderst du, also. Das wird bestimmt wieder wehtun. Dann bist du schon wieder vorbereitet aufs nächste Wehtun. Oh weh, oh weh, oh weh. Mit und ohne Schnee. Der Schneemann, das ist wie ein Schneemann, er hat Angst, dass es warm wird. Ist mir gerade so gekommen. Das ist ein gutes Beispiel, ne? Die Angst des Schneemanns vor.
vor der Sonne. Das ist so, wie wenn die innere Sonne aufgeht, also das, was Sonne ist, kriegt das da vorne ziemlich am Zittern. Das merken ja einige ab und zu. Wenn das da hinten wach wird, also wirklich auf das richtet, dann geht es am besten schnell zur Seite, wenn es schlau ist. Das ist Karl. Der weiß nur, wann er Ruhe hat. Auszeit. Verschwindet er kurz. Und dann kommt er wieder. Kann er wieder auftrumpfen. Ha, bin wieder da. Steh auf, Männchen, weil loswerden wirst du den Arsch eh nicht. Das sind diese Stehaufmännchen, die gehen kurz zur Seite und dann sind sie wieder da. Wie nimmst du dir die Auszeit? Die nehme ich nicht. Der ist einfach, das ist, wenn überhaupt, das Einzige, was er gelernt hat, sich der stärkeren Kraft zu übergeben. Das ist Hingabe. Man gibt seine Macht hin, weil man weiß, er hat eh keine Chance. Wenn überhaupt. Diese Ausweglosigkeit von, es wird eh passieren, was passiert. Ja, und trotzdem versucht er zu kontrollieren. Aber er wartet nicht mehr, dass es klappt. Dass es wirklich so wird. Er lässt sich halt überraschen. Er schwingt mit dem, was nie schwingt. Wenn überhaupt. Ach, das hört sich wieder so verführerisch an. Ne? Jetzt muss ich wieder kaputt machen. Scheiße. Ja. Das klingt sehr wahr. Auf der anderen Seite ist dieser Eindruck da, man ist ein Gestalter des Lebens. Ja, es ist ja die Falle. Es sieht immer so aus. Genau. Nee, das ist halt so. Das, man hat die Geschichte kann auch nur sein von einem, der gemacht hat, was er wollte. Also als wenn du einen Einfluss hast. Weil dann gibt es ja nur eine Geschichte von einem Schuldigen. Von einem, der Verantwortung hatte dafür. Weil ohne die Verantwortung gäbe es dich ja nicht mehr. Also du kümmerst dich. Also das sehe ich, aber trotzdem trifft man ja ständig Entscheidungen. Denkt man. Oder es werden ständig Entscheidungen. Ja, aber die Wissenschaft hast du ja schon bestimmt gelesen, dass sie schon. Die Entscheidung kommt nach der Entscheidung. Also der Entscheider, die Idee kommt, nachdem schon die Entscheidung getroffen wurde. Ja, ich meine, der Eindruck. Ja, aber der Eindruck ist die Geschichte eines Entscheiders. Aber dass es vorher schon war, das ist nie in der Geschichte drin, weil da gibt es keine Zeit. Also da, wo die Entscheidung herkam, das kannst du nicht begreifen. Du kannst dann den Begreifer begreifen, der scheinbar was begriffen hat. Aber woher kommt die Entscheidung des Begreifers zu begreifen und was er zu begreifen hat? Wer denkt den Denker? Das ist die Frage. Wer denkt den Denker? Hat der Denker jemals was gedacht? Was denkt den Denker? Was denkt das Denken? Und was denkt das Gedachte? Was ist der... Ja, was träumt den Träumer? Und der Träumer hat natürlich die Geschichte eines Träumers, der sich was geträumt hat. Weil nur der hat eine Geschichte. Weil das, was den Träumer kennt, der hat weder Zeit noch Nichtzeit. Da gibt es gar keine Möglichkeit, eine Geschichte draus zu machen. Also Zeit und Geschichte gibt es nur in dem Handelnden, der scheinbar was getan hat. Da gibt es eine Handlungsgeschichte. Und das ist immer ein Handlungsreisender von seinen Handlungen. Das ist ja die Person. Weil ohne Handlung gibt es ihn ja nicht. Ein Geschäftsmann, der verkauft auch seine Handlung. Ein Handlungsreisender, unendlich. Wenn man das sieht, wenn man das gesehen hat, dann wird es immer so leer. Ja, schön, schön leer. Muss man, motivationslos und ja, super. Gestaltungslos. Und dann guckt man mal hin und dann passiert es von alleine. Das ist wie Atmen. Der Körper, auch ohne dass du atmen willst, atmet er oder nicht. Ja. Auch nachts, wenn du nicht da bist, der Körper, der schläft doch nie. Der verdaut, der tut was, Blutkreislauf. Wo ist denn der Schlafende? Ja. Wer bestimmt denn dann, was er träumt oder was da ist? Oder? Es gibt ja ein Leben, wo man so, ich sag mal, spontan antwortet auf das, was gerade jetzt passiert. Eine spontane Reaktion, das ist keine Antwort, das ist eine Reaktion. Eine Reaktion, also völlig frei, einfach, was wird passieren. Ja, ist aber immer so. Da gibt es aber so auch, dass man im Verstand natürlich auch so sich vorstellt, was könnte sein, was wäre schön. Und dann doch so reagiert, wie man sich nicht vorstellen kann.
Genau. Ja. Obwohl man sich so vorgestellt hat und vorgenommen hat und sich gedacht hat, wie man dann reagiert. Und wenn es dann so weit ist, reagiert man ganz anders. Überraschung. Aber du willst auch noch nach Vorstellung von was. Und manchmal ganz schlecht ist, wenn es dann so passiert, wie man sich vorgenommen hat. Dann denkt man wieder, es geht doch. Also einmal aus 1000 Fällen passiert etwas so, wie man denkt, es hätte sein sollen und wie man sich das vorgenommen hat. Und dann aus diesem einen Mal macht man eine Geschichte. Weißt du noch, da ist es so passiert, wie ich das dachte. Da erinnerst du dich lange dran. Ja, das langweilig. Ich meine ja, Überraschung ist super. Lass dich überraschen. Das ist so, als wenn man, jeder versucht auszusuchen, wer die Eltern sind. Es ist zu spät. Du bist aus der Mutter mit dem Ding und das war nicht deine Entscheidung. Welches Samen in welches Ei kommt und wer Ding und wer da. Das ist schon der Ursprung, also der Eisprung von irgendwem, der dich jetzt da als dein genetisches Konzept von Cluster von genetischen Anlagen hingesetzt hat und wie du reagierst. Und dann denkst du, du kannst dir vornehmen, wie du dann bist, was dich gemacht hat. Stell dir das mal vor. Nur ein Konglomerat von einem Cluster von genetischen Vergangenheitsmomenten, die jetzt zusammengeführt haben in einem kleinen formellen irgendwas, Ausdruck von Sein. Und wo ist denn da der das entschieden hat oder entscheiden könnte aus dem? Das ist nur eine Reaktion. Und aus dem reagierst du ständig auf irgendeinem Umstand, genauso wie du programmiert bist. So nur ein Computer, der dann programmiert ist durch Vergangenheit und dann in diesem Moment reagiert aus seiner, was auch immer, Programmierung. Der Computer fragt sich gerade so. Ja, der denkt, er hat eine artifizielle Intelligenz, ne? Der hätte was gelernt, denkt er. Er könnte selbstständig was lernen und aus dem Gelernten Schlüsse ziehen und aus den Schlüssen wieder Entscheidungen treffen. Das ist ein Computer, so macht ein Computer das. Das zeigt doch gerade die AI oder KI, dass es so geht. Die macht aus irgendeinem Umstand, sucht vor irgendeinem und macht dann eine neue Sache raus. Hat gar keiner programmiert. Das ist einfach aus einer, aber es ist auch schon wieder eine Zufallsquanten, tralala, boch, kommt dann das raus. Aber es ist unumgänglich, dass dieser Computer den Eindruck bekommt, er entschied. Ja, das haben wir ja schon, das gab vor, wie hieß der Film? Da gab es auch einen, wo der, was ist das, was ist die Antwort, die Wahrheit oder irgendwas, und wo der Computer dann entschied im Weltraum, dass es alles nichts bringt, alles sinnlos ist und er wollte das Ganze zerstören, da musste der Typ ihm dann den Sinn geben. Darkstar. Irgendwas war da. Ja, Darkstar oder ja, könnte sein, der dunkle Planet oder. Ja, und dann hat er doch eine Antwort gefunden, hat ihm einen Sinn gegeben oder irgendwas und dann hat er doch überlegt, oh Gott. Ja, wenn du wirklich also Rationalität anwendest, dann macht alles keinen Sinn. Wenn du wirklich computermäßig und wirklich Rationalität, alles rational siehst, ist alles leer. Nichts bringt was. Hat keine. Wofür? Warum? Kein Sinn. Es muss irgendwas anderes noch da sein, was dem weitergeht, was dem da so ein, muss doch noch. Und dann denke ich mir, das ist dann möglicherweise die Sehnsucht Gottes nach sich selbst, die alles dann wieder weiter am Laufen lässt, weil es zerstört gern, aber auch baut auch gern wieder auf. Das ist dann dieser Shiva-Aspekt, der dann alles kreiert und auf dem gleichen Moment wieder zerstört. Also die Freude beim Aufbau und die Freude beim Abbau. So wie diese buddhistischen Mandalas, die dann auf und dann wieder weg damit. Also totale Sinnlosigkeit. Aber die Freude am Kreieren und die Freude am Zerstören. Beides ist Freude. Aus Freude kommt Kreation und aus Freude kommt Kaputtmachen. Wie jetzt Kriege überall. Israel ist alles Shiva und alles Gott in seiner der Tendenz zum Schaffen und Abschaffen. Und er kann das nicht entscheiden. Er muss es so träumen, wie er sich träumt. Und es muss genauso viel Frieden da sein, wie scheinbar Krieg. Weil beides ist im Polaren, muss sein. Sonst gibt es das eine nicht ohne das andere.
Also der Moment. Aber wer hat es gesagt? Irgendein Bukowski oder irgendwas. Also für den Frieden kämpfen ist wie für die Jungfräulichkeit zu bumsen. Fuck for innocence, fuck for virginity or fight for peace is like fucking for virginity. War nicht schlecht. Es war nicht Buck, es war irgendwie, aber egal. Fand ich auch gut. Aber dieser Widerspruch, ne? Man kämpft für Frieden oder man kämpft für da, man kämpft für Harmonie oder. Und nur der Kampf macht es disharmonisch. Oder? Man ist total bescheuert, weiß, man versagt an allem. Und kein Entkommen. Ja. So ist das oder ist es auch nicht. Vielleicht ist es so. Glaubst du nicht, dass es irgendwie möglich ist, dass es irgendwo nur Frieden gibt? Es gibt ja nur Frieden. Es ist nicht nur möglich, es ist die Natur von. Ja, es gibt doch nur Frieden. Es ist nicht nur eine Möglichkeit, es ist die Realität. Aber der Frieden erfährt sich nun mal in Krieg und Frieden. Das ist nun mal, ist das Tolstoi oder wer war das? Tolstoi. Naja, es gibt ja viele, die dahin streben, das ist irgendwann mal so eine. Ja, aber weil jeder hat eine Vorstellung von Frieden, was Frieden, wie Frieden zu sein hat. Also eine Vorstellung kämpft gegen eine andere Vorstellung. Ja. Was für den einen ein Ding ist, für den anderen der irgendwas. Also ich glaube ja auch nicht, dass es möglich ist, weil. Doch, ist doch ständig da, ist überall Frieden. Ich hatte mal, das Schöne war, Mitte der 90er war ich mal in Bombay bei dem Balsekar, da war ein General aus Vietnam, saß da und hat dann auch tätowiert, I am not the doer auf seinen Dingern und Harley Davidson Ding und so. Und saß da und auf einmal kam ich mit Tränen und musste, ich habe nie so viel Frieden erfahren in einem Battlefield, als Leichenteile flogen und Bomben fielen und den ganzen Krach und Ding. Der Frieden in dem Moment war unbeschreibbar. Ich habe nie so viel in irgendeinem Umstand Frieden erfahren wie in dem Moment, wo alles kaputt ging. Alles nur noch Leichen und Tod und Dinge und so. Das habe ich noch nie einmal erzählt, aber da kam eben mal ehrlich. Ja. Und das ist dann die Ehrlichkeit, wenn du ehrlich bist, auch da in jedem, im größten Ehefrieden, wo jede Tassen fliegen und Ding, da ist Frieden. Nicht im nach Zigarette danach oder so. Das ist die Zigarette davor. Es streben ja viele nach so dieser neuen Welt, wo es dann noch Frieden gibt. Aber ja, lass du doch. Streber gab es auch in der Schule. Da muss man sich nicht drum kümmern. Ja, stell dir vor, die neue Erde von Eckhart Tolle, willst du dann noch leben? Wenn alle scheiß erwacht sind, dann laufen sie alle um, dich gibt's nicht, mich gibt's nicht, es ist nur noch jetzt. Keiner arbeitet mehr, weil eben jetzt arbeitet ja keiner. Wer macht heute sauer? Ich nicht, mich gibt's doch gar nicht, dich gibt's nicht. Wo ist denn der Dreck? Im Jetzt gibt's doch keinen Dreck. Wer bestimmt denn, dass Dreck ist? Wer kocht denn heute? Wofür kochen? Im Jetzt ist man noch nicht hungrig. Aber erst müssen wir die Regierung abschaffen. Das ist Revolution. Ja, das ist so. Nein, in Paris, da haben sie Evolution, hein? Evolution. Das ist französisch, typical. Evolution, ça. Revolution. Via Paris, viva la France, la mort. Revolution. Aber alle wollten Evolution. Den hast du aber gegeben. Ja. Da war immer, sie hat ja übersetzt da, sie wurde immer ganz heiß. Franzosen sind immer schnell im Echauffieren. Da pusten sie vor sich hin. Am ersten Abend, Freitagabend, immer 120, 140 Leute sitzen im großen Ding, am nächsten Tag vielleicht 15, 20. Ich bringe sie immer alle um. Aber kommen immer wieder, ne? Zum ersten Abend kommen sie gerade, mal gucken, ob er sich geändert hat. Nein. Musst du nur den Preis für den ersten Abend erhöhen. Nö. Philipp,
Aber das letzte Mal war... Philippa, ich mache Gespräche jetzt. Der macht Gespräche, ne? Ja, er hat sich auch vorbereitet mit uns. Ja. Ja. Der letztes Mal, als du dann im Krankenhaus dann gelandet bist, wo die Muschi-Tante da, Muschi-Tante, mich übersetzt hat, da war am ersten Abend auch dann Ding, aber am nächsten waren auch auf einmal 50, 60 Leute, da war der Raum zu klein. Total scheiße. Irgendwas läuft immer verkehrt in Paris. Die Franzosen, ich krieg nie was zu essen. Oh. Ja? Ist das nicht Wahnsinn? 20 Leute, 30 Leute am Tisch, jeder bestellt, jeder kriegt sein und ich sitze da und du hast was bestellt? Ganz persönlich. Was? Ganz persönlich. Ganz persönlich, ne? Aber mehrmals, es ist nicht nur einmal passiert, das ist jedes Mal passiert. Und es regnet, es ist scheißkalt im Juni und ich kriege nichts zu essen. Trotzdem gehe ich da wieder hin. Trotzdem immer, wie oft war ich da? 20 Mal? Oh ja. Boah. Also. Und du gehst in der Boulangerie und du wirst Baguette tun. Ja, mir bleibt ja nichts anderes übrig. No. Baguette avec fromage. Ein Petit Salat. Komm lieber in die Türkei. Camembert, der Camembert, der normale Bär kommt drauf und dann. €3,50. Das ist ja noch die Rettung immer. Die kleinen Boulangerie und ein Baguette mit irgendwas. Aber im Restaurant freuen mich nicht. Scheiß bedient, die wissen, ich gebe kein Trinkgeld. Merken Sie. Den kennen wir. Nee. Die riechen das. Intuition. Ja, ob Charlemagne, no. Gut, wo waren wir? Ach, wir haben noch Zeit. Wenn du sagst, dass du kein Trinkgeld gibst. Was? Kein Trinkgeld. Ich nehme Trinkgeld. Kannst du später. Was hältst du von dem Spruch, das Geben ist mehr als Nehmen? Die was? Das Geben ist mehr als Nehmen, wird ja bei uns... Ja, es ist ein Boxer, das machen Boxer gerne. Das ist eigentlich ein Boxerspruch. Wir geben mehr als wir nehmen. Also wir haben mehr Geberfähigkeiten als Nehmerfähigkeiten. Finde ich gut. Ja, es ist ein Boxerspruch. Das haben aber viele falsch verstanden. Also geben heißt, man sollte erstmal zuschlagen, bevor man dann einen abkriegt. Geben ist seliger als nehmen. Das hat Jesus auch damals schon. Er war Boxer eigentlich. Er war ja auch Israeli, die boxen gern, die kämpfen gern. Auch gegen Dinge. Sieht man ja wieder, die sind voll am Kämpfen. Ja, was soll ich darauf sagen? Geben ist seliger als nehmen. Ja? Machst du das auch immer? Ja. Bei wem? Du gibst es den Frauen auch immer, obwohl sie nichts wollen, ne? Ja. Wisst du was? Nee, ihr nimmst aber. Das sind Politiker, das ist ein Politikerspruch. Die wollen dir immer was geben, haben aber nichts. Die denken immer, die geben dir was, obwohl du es denen vorher gegeben hast, was die dir hätten geben können. Wie bescheuert ist das, ja? Da musst du doch mit deinem Personalausweis glücklich sein, dass du was von dem was kriegst, was du denen. Mensch, da können wir doch eine Demonstration machen. Müssen wir noch mal ein bisschen. Nicht nur Brandenburger, gegen das Kanzleramt, aber mit Kanonen. Jawohl. Mensch. Damit der Scholz mal in Bewegung kommt. Kanzler auf der Flucht. Das fände ich gut. Kanzler auf der Flucht? Kanzler auf der Flucht. Ja. Nicht am Kanzlereck. Die Neujahrsansprache von dem, ich hab solche Lachanfälle gekriegt, das ist
Unglaublich. Ja, man braucht Kasper da oben. Das ist so ein Kasper, der sollte wirklich Comedy machen. Also der braucht gar nichts. Nein, der, es gab mal den, es gibt diese Comic-Strips, wo einer mit, immer hinter so einem irgendein Tier hinterher, der sieht genauso aus, wie so eine Comicfigur. Ach, der, gibt so einen, der. Elmar. Nicht, Elmer. Ja, Elmar und irgendwas. Der sieht genauso aus, ne? Genau mit der Glatze, Ding und immer. Ich hab mal geguckt. Ja, es ist genau so. Ein Scheißdreck erzählt, der ist nicht zu fassen. Ich bin Karl der Kojote und dann gibt es Roadrunner. Das war so. Schönes Mal weg. Das bleibt so drin, ne? Dieses eine Ton, so, weiß, ja. So ist man voll drin in diesem Ding. Eigentlich, das ist so ein Sucherton. Also alle Sucher möchten eigentlich sich von dann machen, also verschwinden, schnell genug sein. Und dann der Karl der Kojote mit seinen Dirndern mit und Bomben immer und kriegt immer selbst einen ab da. Jagt sich immer selbst in die Luft. So ist der normale Mensch. Kriegt immer die eigene Bombe ab. Oh, ja. Naja, na gut. Ja, noch was aus Türkei? Ja, du kannst gerne in die Türkei kommen. Wir sind viel gastfreundlicher als du. Nein, da brauche ich ja nur nach Neukölln zu fahren. Da habe ich mal in Türkei. Da haben wir es hier näher. Klein Istanbul ist, haben wir gleich um die Ecke hier. Da habe ich lange genug gewohnt in Klein-Istanbul. Da brauche ich nicht in die Türkei. Nee. Aber da gibt es Leckeres zum Essen. Denn was? Gibt es da auch. Alles, was da geht, gibt es hier auch. Dafür muss man nicht so weit weg. Nee. Das Wetter wäre. Was? Das Wetter wäre ein Argument. Aber Erdogan. Ja, aber so schön kann das Wetter gar nicht sein. Nee. Und die Inflation da. Das stimmt. Hör auf. Wachst auf und hast schon die Hälfte Geld weg. Als Deutscher bist du König dort. Was? Als Deutscher bist du König. König? Ja. Mit Euro. Nee. Wer will Kaiser sein, wenn überhaupt? Ja, okay. König. Kleine König Kalle Wirsch oder so. Wischkopf. Nee, hat mich nie gereizt, komischerweise. Weil ich so viele Türken kenne vielleicht. Irgendwann kommt jeder mal getürkt. Karl ist schon getürkt, ne? Der Getürkte. Ja, noch was zum... Schlafen. Du siehst recht müde aus. Ja, ich meine, er hat ja davon gesprochen. Wenn man dann weiß, dass er nicht schläft, dann sieht man es auch. Ja. Sonst hätte ich das ja auch nicht. Man muss ja erst auf hingewiesen werden. Sonst sieht man ja nur Figuren. Ja, gut. Ja. Beim Gier nochmal. Beim was? Gier. Bei was? Gier. Was Gier? Beim Gier wird ja in der Gesellschaft oder in der Religion wird immer unterschieden, dass Gier nach Geld oder Gier nach Sex. Ach, Gier, nicht Gier. Ich habe Dir verstanden. Nein, Gier. Ich dachte, mit welchem Reh will er jetzt was machen? Ja, Gier nach Geld und Gier nach Sex. Nein, nach schlechter Geld. Schlechter ist als Gier nach Gott. Nein. Würdest du das auch so unterscheiden? Nein. Ich unterschreibe doch eh nichts. Du kannst mir hinhalten, was du willst. Wäre ja noch schöner. Ich unterschreibe was. Dann so ein getürktes Blatt Papier vielleicht. Getürkte Formulare. Kurz die Türken noch einmal.
Ich hab, was wolltest du, was hast du gesagt? Würdest du auch unterscheiden? Also ich unterscheide nicht. Das ist mir zu anstrengend. Das ist mir zu anstrengend. Okay. Wir sind alle aus Scheide gekommen. Das, siehst du, was, wie anstrengend das wird, wenn man aus einer Scheide kommt. Was? Sollte man doch aufhören zu unterscheiden, ne? Unter. Was? Was denn? Das sind Ausscheidungen. Ausscheidungen? Nein. Wir kommen aus der Joni. Wir wurden eine Froni. Wir sind Froni und kamen aus einer Joni. Hört sich gut an, ne? Alles, was aus einer Joni kommt, ist Froni. Ne? Froni. Auch Toni, auch Toni ist eine Froni. Auf der Alm beim Fenster, da ist dann Froni. Toni, Froni. Was war deine Unterscheidung? Warst du beim Friseur? Ich schneide mir die Haare selbst. Ja, das dachte ich mir. Das beantwortet. Das hätten wir uns fast so gedacht. Ja. Also, was war mit die Gier, was? Ja, würdest du Unterscheidung machen und Gier nach Geld oder Gier nach Gott? Was ist besser? Geld. Mit Gott kann man sich nichts kaufen. Kannst du noch so viel Gott haben? Keiner will es haben. Geh mal in den Laden und sag, ich bezahle mit Gott. Geh mit Gott. Nee, keiner geht. Aber wenn ihm Geld gibt, geht er wieder. Wie ein Bettler. Sag mal, geh mit Gott. Legst den Fünfer rein, schon ist er weg. Mit Gott kann doch keiner was anfangen. Ist doch auch nur eine Idee. Mit Schein. Ne? Jeder will einen Schein haben, nicht was Reales. Ein Schein. Scheinbar. Gottbar. Gott auf der Bahre. Nee, das wollen wir nicht. Bitter. Bitter macht lustig, ne? Nee, sauer. Nee, gesund. Sauer macht lustig. Sauer. Darum bin ich mal so sauer. Säuerlich, angesäuert. Hm? Was? Alkalisch. Was denn? Fünf vor ist es. Fünf vor. Jetzt bist du zu früh. Ja. Kannst wohl nicht abwarten, ne? Ja. Ja. Ich muss. Ich habe keine Brille. Ausreden nie verlegen. Ich habe keine Brille. Ich brauche auch keine, aber ich habe auch keine, ne? Ja, gut, Gier. Alle wollen durch die Lappen gehen, das ist die größte Gier, die Gierlappen. Rentiere, ne? Alle wollen in Eskimo. Kimono. Fragen? She was too early, 5 minutes. You are cold. I'm too hot. Dann stelle ich noch eine Frage. Ja. Der Unterschied von Gewahrsein zu Bewusstsein, wie lautet der? So, kann man drüber reden. Gewahrsein im Englischen ist Awareness, Wachheit. Ne? Die Wachheit braucht nicht bewusst zu sein, um wach zu sein. Und Bewusstsein muss wissen, dass es ist, damit es ist. Es soll so bedingtes sein. Schon als Bewusstsein. Aber du sagst, deine Wahrheit ist schon der erste Unfall. Ja, ist auch schon bedingt.
Sein in seiner Natur muss sich nicht gewahr sein, um zu sein. Mehr ist nicht. Also Sein ist auch ohne gewahr sein. Sein. Aber ist Gewahrsein sich seiner selbst schon gewahr? Nein, es gibt kein Gewahren im Gewahrsein. Es gibt keine zwei Gewahrseine. Es gibt ja auch kein Bewusstsein, was sich bewusst ist. Wie soll das gehen? Das ist ja nur eine Vorstellung von einem Sein, denn der sich bewusst oder unbewusst ist, gewahr oder nicht gewahr. Und das ist ja alles total kalter Kaffee. Bewusstsein wird nie wissen, was Bewusstsein ist. Also Bewusstsein braucht kein Bewusstsein, um Bewusstsein zu sein. Gewahrsein braucht kein Gewahrsein, um Gewahrsein zu sein. Mensch muss sich gewahr oder bewusst sein, um zu sein. Aber warum ist die Unterscheidung dann von Newton zwischen Awareness und Consciousness? Für mich nicht, für mich nicht. Musst du ja auch nicht unterscheiden. Zwingt dich doch keiner. Oder doch? Nur wenn man scheiß drüber reden will, dann muss man es dann wieder definieren. Das Sein erfährt sich gewahr, wach, bewusst und unbewusst. Das kannst du sagen. Aber auch das Gewahre, das Bewusste und Unbewusste in seinem Wesen ist Sein. Also dein Wesen ist Sein, was sich gewahr ist, bewusst oder unbewusst. Und als Mensch bist du ein unbewusstes Sein. Als bewusst bist du ein wissendes Sein und als gewahr bist du ein waches Sein. Aber auch in der Abwesenheit von Wachheit, bewusst oder unbewusst, bist du. Also weder bist du, es gibt also keine Notwendigkeit, sich gewahr zu sein, um zu sein. Und doch passiert Gewahrsein. Also bist du, da ist Gewahrsein, obwohl du es gar nicht brauchst. Das ist der Unfall. Obwohl du gar keine Notwendigkeit hast, erfährst du dich als gewahr. Oder bewusst oder unbewusst. Aber nichts von dem macht dich halt mehr oder weniger sein. Dein Sein ist immer nie mehr oder weniger, egal wie du dich, ob du dir gewahr, bewusst oder unbewusst bist. Also deine Natur ist Sein. Und das muss auch nicht sein, um zu sein. Es kennt gar kein Sein. Aber wenn dein Gewahrsein ist, da ist schon etwas bedingt. Also du erfährst dich in Bedingtheit. Aber das macht dich nicht bedingt. Ich verstehe es bedingt im Gewahrsein nicht. Das ist mein Punkt. Doch, Gewahrsein muss sein, um zu sein. Oder nicht? Auch die Wachheit. Ja, musst du nicht sagen, ich sag's dir jetzt. Okay. Die Wachheit muss wach sein, um Wachheit zu sein. Und Gewahrsein im Englischen ist halt Awareness, Aware, Wachheit. Also die Wachheit braucht Wachheit. Aber das, was ohne Wachheit ist, ist auch ohne Wachheit. Also das, was weder ist noch nicht ist, ist im Sein und im Nichtsein, was es ist. Es muss nicht sein, um zu sein. Das, was sein muss, um zu sein, ist bedingtes Sein. Mehr nicht. Und Wachheit muss sein. Weil es auch bezeichnen kann. Und weil es verschieden ist von Bewusstsein und Unbewusstsein, ist es tot. Schon das Gewahrsein ist eine tote Erfahrung. Alles tot. Weil alles, was verschieden ist, kann man eben definieren, vergleichen, kann man auch bestimmen und was auch immer. Und damit ist es in Verschiedenheit und Verschiedene findet man auf dem Friedhof des Seins. Ja, und doch kannst du es nicht verhindern. Also der Divine Accident bei Buddha ist die Wachheit, die erste Wachheit, das erste Gewahrsein, der erste Spiegel. Aber der Spiegel ist nicht, was du bist. Der reinste Spiegel, der reinste Gewahrsein ist nicht rein genug für das, was du bist. Weil auch die Idee von Reinheit schon Dreck ist. Seine Idee, wer braucht Reinheit, um rein zu sein? Darauf hacke ich immer rum. Auf die ganzen Gewahrseinmeister und Herzmeister und alle möglichen Dinge. Und da muss man das reine Bewusstsein und das Ding und in die Reine, die Heiligkeit. Das, was heil ist, braucht keine Heilheit. Alles andere ist Unheil. Du kannst also die Heilheit nicht im Gewahrsein finden oder verlieren. Und im Bewusstsein finden oder verlieren. Oder im Unbewusstsein. Die Heilheit, die du bist, die braucht keine Heilheit. So, heile Selassie. Lieber eine rauchen. Ein Joint ist mein Freund. Jetzt die Zigarette dann. Die Zigarette. Es ist der Beispiel einfach im Tiefschlaf, in der totalen Abwesenheit von auch Gewahrsein.
wo wirklich, da bist du. Weil ohne das zu sein, gäbe es gar kein Gewahrsein, als gewahr zu sein, Wachheit oder bewusst und jetzt hier um, was auch immer, Unbewussten. Und dann bist du also die Ursache an sich, das Urwesen, was gar kein Wesen kennt. Mir geht es um diese scheinbare Hierarchie zwischen Unbewusstheit, Bewusstheit und Gewahrsein. Ja, das ist Vater, Sohn und Heiliger Geist, wie in der Dreifaltigkeit. Aber was sich als Vater erfährt, erfährt sich auch als Geist und als Mensch. Aber als das, was erfährt, ist nicht erfahrbar dadurch. Also das Allerfahrende ist nicht erfahrbar als das, was es ist. Aber es erfährt sich als Vater, als Geist und als Sohn. Also Jesus, das ist das Herz des Vaters, das Herz des Geistes und das Herz des Menschen. Das, was deine Natur ist. Und das ist das Königreich des Herzens, wo es keinen König gibt, keinen Habenden. Da bist du Herz, aber hast kein Herz. Und wenn wir dann immer sagen, Karl, du hast kein Herz, dann freut mich das. Fühle ich mich wohl drüber. Die meinen das natürlich nicht schön. Aber für mich ist das ein Kompliment. Weil du ein Herz bist. Keine Ahnung. Weil ich bin das, was ich bin. Ich muss nicht wissen, was ich bin. Ich würde das auch nicht als Herz bezeichnen. Ist auch nur ein Begriff. Also am besten gar nicht zu wissen, was du bist oder nicht bist. Das absolute Nichtwissen, diese Sorglosigkeit, die da ist, wenn absolut weder Wissen noch nicht, weder noch. Das ist Buddhas Mittelweg. Weder noch, weder zu wissen noch nicht zu wissen. Aber doch nicht Herz zu sein von allem, die Essenz. Wer braucht denn die Essenz zu sein? Auch die Essenz ist schon wieder irgendwas, was man dann, bist du jetzt schon die Essenz oder bist du noch das, was davor, oh Gott, davor, dahinter, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Das ist wieder Tor, er steht im Tor. Ja, da merkst du, da ist kein, weder noch. Da ist nicht mehr, da ist nicht weniger, da ist weder noch. Ist jetzt soweit? Ja, du bist schon drüber, aber. Na gut. Jetzt haben wir 2 Stunden Pause. Eine nur. Ja. Wenn wir morgens anfangen, dann haben wir 2 Stunden. Ah ja. Morgen. Morgen. 10 bis 12 und 13:30. 10:30. 12:30. Habe ich mir nicht ausgesucht.